Wir sind ziemlich vollständig da. Es haben sich ein, zwei Leute krank gemeldet. Bist du gut drauf? Ich bin immer gut drauf. Das ist gut. Das ist schön? Ja, gut. Finde ich super. Wir fangen wie immer an mit den Formalia. Ja, wie immer. Aber ist doch nicht schlimm, Daniel. Aber es ist das erste Mal seit anderthalb Jahren, dass das jemand feststellt. Cool. Wir kommen weiter. Ja, go. Du bist hier der Wortführer. Formalia. Wir fangen an, damit hat jemand einen nicht öffentlichen Teil zu beantragen. Möchte das jemand tun? Ich habe davon mehreren gelesen. Du bist dran. Hand heben. Geht doch. Ja, so geht deshalb das frage ich das vorher jetzt nochmal ab. Merkst du was? Ja, habe ich mich denn gestern? Wann möchtest du den nicht öffentlichen Teil? Heute. Egal, ist mir auch egal. Also nach der Pause, 11:45. Gut. Du hast auch einen nicht öffentlichen Teil. Er hat sich doch gerade gemeldet. Per Mailing. Der war gestern schon, oder? Link heute in den Happen. Geh dich mal, Kim. Schon gut. Hat er doch heute Morgen extra. So, gibt es Widerstände, beide nicht öffentliche Teile oder die Abstimmung darüber zusammen durchzuführen? Sehe ich nicht. Gibt es Widerstände, die nicht öffentlichen Teile durchzuführen? Sehe ich auch nicht. Dann verfahren wir so. Also um 11:45 machen wir dann beide nicht öffentlichen Teile. Weitere Formalia liegen mir an der Stelle nicht vor. MDL anwesend 16, das meint, soweit ich weiß, dass wir beschlussfähig sind. Björn, hattest du heute Geburtstag? Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Björn. Hattest du heute Geburtstag? Wieso 16? Wieso? Eben, also, ich glaube, das war schon. Der Björn ist eh so ein total öffentlicher Typ, das passt schon. Post-Privacy, genau. Der Björn gehört zu dieser Post-Privacy-Gruppe. Was Privacy? Das ist was Italienisches, da habe ich keine Ahnung von. Gut, kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Bericht des Vorstandes. Ich übergehe wie immer Moni und gehe direkt zu Ingo. Der Bericht der Pressestelle ist ja im Bericht des Vorstandes inkludiert. Ingo, bitte. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben in den kommenden Tagen die Plenarphase vor uns. Das werden wir natürlich auch wieder PR-mäßig versuchen, für uns auszuschlachten. In dem Zusammenhang möchte ich gerne eins erwähnen, was sehr gut geklappt hat und mich herzlich bedanken für die Zuarbeit. Dieses Formularantrag-Ad mit den Statements und den Zusammenfassungen, das hat bis auf ein oder zwei klitzekleine Ausnahmen, aber grundsätzlich sehr, sehr gut funktioniert. Vielen Dank an der Stelle. Wir haben die jetzt etwas überarbeitet und werde ich gleich ausdrucken und euch jeweils auf den Tisch legen, mit der Bitte, mir das dann zurückzugeben, noch während der Phrasi, sodass wir dann heute Mittag die Plenarübersicht rausschicken können. Das zweite Thema, was ich gerne nochmal ansprechen wollen würde, wäre unser Twitter-Verhalten während der Plenarphase. Wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, dass es mit Weggang von Simone aus unserer Pressestelle uns sehr schwer fallen wird, aus Zeitgründen halt eben auch so nach wie vor zu twittern. Das hat bei der letzten Plenarphase nicht so ganz funktioniert, dass ihr MDL twittert, zumindest über den 20-Piraten-Account. Das würde ich gerne nochmal in Erinnerung rufen und appellieren, dass ihr das vielleicht bei der jetzt anstehenden Plenarphase praktiziert. Wer da nochmal technische Unterstützung braucht, was das Passwort angeht oder die Installation von zwei Accounts auf einem mobilen Endgerät, kann sich gerne bei mir melden, dann machen wir das gemeinsam. Das ist eigentlich ganz einfach, wäre und total super, wenn ihr dann halt eben twittern könntet, was gerade im Plenarsaal passiert, um da nach außen hin ein bisschen optimaler aufzutreten. Dann haben wir ja eigentlich nach dem Plenum am 20. Dezember, am Freitagabend, eine Piratenstunde. Wir haben gestern Abend beschlossen, dass wir die in den Januar verlegen wollen. Wir werden während dem Plenum mit zwei freiwilligen MDL einen Clip drehen, wo wir dann ganz kurz über die Plenarsitzung
zu sprechen kommen, sodass wir da schon was haben. Aber die eigentliche Piratenstunde mit Feedback und Twitter-Integration würden wir dann im Januar machen wollen. Und da dann direkt die Frage, gibt es Freiwillige, die am Donnerstag im Laufe des Plenums, ich sag mal 10 Minuten Zeit haben, um mit Jaroslav und mir einen kleinen Clip zu drehen? Dannebot? Gibt es noch einen? Und der Lukas möchte, das finde ich schön. Herzlichen Dank. Gut. Dann einen kleinen weiteren Reminder. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass wir in der Vorbereitung sind, den Piraten wirken 2.0 Flyer vorzubereiten, den wir gerne Mitte Januar von den Inhalten her festzurren wollten. Ich kopiere jetzt gleich nochmal die Links zu dem Pad in das Protokoll hinein. Da hat auch der eine schon was reingeschrieben und es wäre total super, wenn die anderen dem folgen würden. Da steht aber alles in dem Pad drin. Ich wollte es nur noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. So, und dann ein Ausblick auf den Top, ich glaube 15 war es von heute. Ist das 15? Ja, ist es 15. Wir würden gerne unseren nicht eingereichten Antrag zum Thema GroKo als Videoclip aufarbeiten. Das würden wir gerne mit allen heute anwesenden MDL machen und schlagen deswegen vor, dass wir das um 13 Uhr in der heutigen Phrasi machen, sodass wir da noch genug Zeit haben, um die Statements aufzuzeichnen. Das würden wir auch hier im Saal machen. Gut, dann machen wir das oben bei unserem Tannenbaum. Wir reden da gleich nochmal kurz drüber. Aber das würden wir dann heute Mittag um 13 Uhr mit euch machen wollen. Wenn ihr dem zustimmt, wäre das total supi. Und damit wäre ich durch. Danke, Ingo. Wir haben gleich eine Wortmeldung von Dietmar. Ich möchte eben über Wahlrecht.de ist gerade getwittert worden, dass Angie Merkel mit 462 Stimmen von 504 Stimmen der Großen Koalition zur neuen Kanzlerin gewählt worden ist. Die Differenz sind übrigens 42. Gefällt mir ganz gut an der Stelle. Dietmar, bitte. Ist das so, dass die Oppositionsparteien auch 42 sind? Da muss jemand gefehlt haben. Nur, ja. 13 Uhr ist schade. Ich habe um 13 Uhr Obleute-Runde. Das hängt von euch ab. 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, sowas. Mit dem Dreh. 2 Stunden? Ja, okay, mache ich schnell weiter. Wir haben nicht sehr überraschend die Phrasi von heute vorbereitet, gestern in der Vorstandssitzung, in Verbindung mit dem Plenarpad, was wir gleich auch noch durchgehen müssen. Wir haben uns kurz halt zu dieser Umsetzung dieses GroKo-Antrags unterhalten. Ich habe euch den auch gestern rumgeschickt. Ich habe das ja etwas umgeschrieben und habe da auch so Texte verteilt. Ich hoffe, dass ihr euch das schon mal kurz angeschaut habt. Wir haben über den nicht öffentlichen Teil gleich von dir gesprochen. Der Gerhard war kurz in der Phrasi und hat da einiges zugesagt. Wir haben über die Klausurtagung kurz gesprochen. Die Planung ist im Grunde abgeschlossen. Ihr habt gestern eine Mail bekommen mit dem Link zum Hotel und mit der Tagesordnung. Das müsste also bei euch allen angekommen sein. Wir haben nochmal darüber gesprochen, dass Anträge für die Phrasi häufig in Mails verloren gehen. Und wir bitten euch, wenn ihr einen Tagesordnungspunkt... Okay. Wenn ihr einen Tagesordnungspunkt hier in der Fraktionssitzung haben möchtet, schreibt das doch bitte auch an Antrag@ und dann kann der Björn das sofort hier ins Pad schreiben und das mit aufnehmen. Manchmal ist das schwierig, dann die ganzen Mails zu durchsuchen, weil wir denken, da war doch noch irgendwas, irgendjemand wollte noch einen Tagesordnungspunkt, dann hätten wir, glaube ich, da so ein bisschen mehr Sicherheit, dass wir die Punkte auch haben, die ihr hier besprochen haben möchtet.
Wir haben uns nochmal über die verschlüsselten Mails unterhalten, darüber, dass das halt immer noch nicht flächendeckend funktioniert. Wir haben dann nochmal über die Arbeitsteilung gesprochen, dass es halt immer noch Situationen gibt, wo halt nicht klar ist oder Leute nicht gefragt werden, haben dann aber gesagt, das ist sicherlich ein wichtiges Thema auch nochmal für die Klausurtagung, dass wir das nochmal ansprechen, wie wir das verbessern können. Und dann hatten wir Verschiedenes, ja, und dann hatten wir einen kurzen, nicht öffentlichen Teil wegen einer kleinen Unstimmigkeit beim Personal. Das war's. Dankeschön, Moni. Gibt es Rückfragen zum Bericht des Vorstandes? Sehe ich nicht. Dann können wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, Umlaufbeschlüsse. Da ist noch, also von den 4 bisher eingestellten Umlaufbeschlüssen zwischen den oder seit der letzten Fraktionssitzung muss ich noch einen aktualisieren. Das liegt halt immer daran, wenn die relativ kurz vor der Fraktionssitzung enden, kann ich das. 9.45 Uhr. Ja, 9.45 Uhr ist halt ein bisschen zu kurz für mich. Ich hatte es Dietmar ja schon geschrieben, das schaffe ich nicht zu aktualisieren, deshalb muss ich jetzt eben reinschauen. Wir müssen den aber besprechen, weil er indifferent abgestimmt worden ist. Vielleicht können die 6, die nicht abgestimmt haben, sagen, warum, oder die 7? Nee, wenn hier irgendjemand erklärt, dann müssen es alle. Der Top ist auf, fertig. Genau. Dietmar, leg los. Das hatte ich heute schon geschrieben auf der Mailingliste. Lukas hat mir auch schon geantwortet, Fraktionsbot oder IT-Bot schaltet die Beschlüsse schon eine Stunde vor Ablauf ab. Also teilt sie als geschlossen mit und vom. Ja. Ja, ja, dann ist ja unabhängig davon, glaube ich. Finanzplanung. Ja. Sind wir bei dem Beschluss, ne? Direkt. Das heißt, ich soll auch. Das ist der Tagesordnung. Wir sind bei dem Beschluss Finanzplanung der Landesregierung bis 2020, Umlaufbeschluss, Ticket Nummer 5647. Soll ich die Beschreibung nochmal vorlesen oder hast du da? Ich habe auch den Link ins Pad gepackt, in das Sitzungspad, kannst du einfach aufrufen. Das kann ja kein Mensch lesen, das ist viel zu klein. Das ist auch wahrscheinlich alles viel zu lang, was da steht. In der Beschreibung sowieso und dann natürlich hinterher in der Diskussion wird es ja noch länger, bei der ich also verzweifelt versucht habe, klarzumachen, dass es hier nicht um irgendein Statement zur Schuldenbremse geht, sondern in diesem Antrag geht es darum, dass das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet wird, beziehungsweise die Landesregierung verpflichtet wird, eine Finanzplanung bis 2020 vorzulegen. Wäre es nach der Landeshaushaltsordnung ohnehin schon insofern, als die Landesregierung im Kabinett eine Finanzplanung auf 5 Jahre festschreiben müsste bzw. beschließen müsste. Diese müssen Sie aber nicht mitteilen, weil das zum Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung gehört. Dennoch sehe ich es als unter Berücksichtigung unserer Transparenzforderungen richtig, wichtig und notwendig an, eine solche Finanzplanung zumindest mal versuchsweise anzufordern. Ja. Die Tatsache, dass das hier bis 2020 geht, hat natürlich etwas damit zu tun, dass 2020 die Schuldenbremse greifen soll und vor allen Dingen auch wird. Ich sehe nirgendwo innerhalb Europas und auch nicht innerhalb Deutschlands insofern verfassungsändernd mehrheitsfähigen Gremien Bestrebungen, dass daran irgendwas geändert wird. Ich bitte euch einfach bis dahin oder zumindest bis die Piratenpartei sich einmal anderweitig positioniert hat, anzuerkennen, dass das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland State of the Art ist und dass wir auch, was Haushalt und Finanzpolitik angeht, einfach mal in diese Richtung denken müssen. Ja, das heißt ja nicht, dass wir es akzeptieren müssen, aber wir müssen zumindest denken und eine seriöse Haushalts- und Finanzpolitik muss einfach diese Kriterien, die im Grundgesetz in Artikeln 109, 115 und 115. Doch, hat das wohl. Doch, das hat eine ganze Menge damit zu tun. An die Rednerliste zu halten und vor allen Dingen auch an die. Entschuldigung, das hat eine ganze Menge damit zu tun. Dietmar, ja.
Ich nehme dich gleich nochmal auf die Rednerliste. Jetzt als nächstes ist erst der Daniel Schwert dran. Okay, so habe ich das Ding wirklich gar nicht gelesen. Ich habe es so gelesen, als dass wir genau so eine solche Finanzplanung anfordern. Punkt. Genau. Welche Gründe oder was wir damit machen, ist eine ganz andere Nummer. Ich könnte das nämlich sehr gut auch als, ich sag mal, Material sehen, warum das mit der Schuldenbremse vielleicht doch irgendwie ziemlich doof ist. Genau. Weil sich dann nämlich herausstellt, dass sich zwischen 2017 und 2020 nicht plötzlich ein Wunder ereignen wird und die Schuldenbremse ist da. Insofern, ich würde dieses Thema Schuldenbremse ja, nein, da völlig losgelöst von sehen. Ja. Insofern unterstütze ich auch diesen Antrag, aber was mir natürlich fehlt, ist der Antrag. Also das ist jetzt mehr oder weniger eine Absichtserklärung, die du da formuliert hast. In irgendeiner Form muss ich das Ganze ja in einen politischen Antrag oder einen haushalterischen Antrag oder sowas, muss das ja münden und den müssten wir ja auch nochmal separat abstimmen. Also dieses Jahr jetzt eigentlich nur, ja, wir wollen sowas anregen, wir wollen sowas anfordern. Ja. Aber ich würde es mal komplett loslösen, ob jetzt die Schuldenbremse eine tolle Idee ist oder eine blöde Idee oder ob wir die einzuhalten haben oder nicht, sondern wir wollen erst mal sehen, wie will die Landesregierung das denn machen zwischen 2017 und 2020. Genau. Danke, Daniel. Dietmar, ich habe die eh schon auf der Liste. Jetzt der nächste Daniel dran. Herr Dümmel, bitte. Ja, das ist ja wundervoll. Ich wollte es dir einfach machen, dann brauchst du nicht so viele verschiedene Vornamen zu sagen. Wir sollten das anpassen. Wir sollten alle Daniel heißen. Das macht echt gar keinen Sinn, ja. Außer Moni. Ja, wir hatten ja letzte Woche Donnerstag schon uns mit der gesamten Fraktion in diesem Haushalt und Finanz, in dieser Haushalt- und Finanzbesprechung darüber unterhalten. Ich war ja gegen diesen Antrag, also gegen den ursprünglichen Antrag, der von der CDU-Fraktion ja initiiert wurde. Wir haben uns verständigt darauf, dass, oder der Vorschlag stand im Raum, sag ich mal, möglicherweise dann dem Antrag eben beitreten zu können, wenn die CDU auf diese Begründung verzichtet, die dann ja auch nochmal so ein bisschen mehr in Richtung, also Gedanken in Richtung Schuldenbremse und so weiter impliziert hat, als es der reine Antragstext tut. Nichtsdestotrotz, für mich ist es halt so, und ich hatte das ja auch im Umlaufbeschluss halt eben reingeschrieben, wir haben in der Partei eben diese Diskussion um die Schuldenbremse tatsächlich noch nicht geführt, nicht ausreichend geführt. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir das halt eben tatsächlich auch tun und dann eben ein fundiertes Programm da haben, was wir dann hier irgendwo vertreten können. Die reine Forderung nach Transparenz, die ist selbstverständlich piratisch. Ne? Also so eine Finanzplanung für irgendwas zu haben, ist ja gar nicht ganz verkehrt. Auch das, was Daniel sagt, man kann ja möglicherweise nachher sogar das Ganze irgendwie umdrehen und als da Argumente gegen die Schuldenbremse oder sowas rauszuziehen. Ich habe allerdings dennoch eben Bauchschmerzen mit dieser Nummer. In dem Antragstext steht halt dann auch ganz klar, dass die Finanzplanung eben zur Erfüllung dieser Verpflichtungen eingereicht werden muss. Für mich ist also auch der reine Antragstext immer noch verbunden damit, wir möchten, dass diese Finanzplanung halt eben auch die Schuldenbremse tatsächlich so erfüllt. Und das ist nicht Diskussionsstand in der Piratenpartei momentan. Ich würde mir inhaltlich diesen Antrag durchaus wünschen, den unterstütze ich, also diese Finanzplanung zu haben. Würde mir allerdings, und das hatte ich Donnerstag auch schon gesagt, halt lieber wünschen, dass wir den irgendwo mit einer eigenen Begründung halt tatsächlich verpacken, wo also auch auf mögliche Probleme eben der Schuldenbremse vielleicht auch hingewiesen wird oder genau auf den Stand, dass es eben unterschiedliche Sichtweisen auf die ganze Problematik gibt. Wenn man das in einem Antrag dementsprechend präsentiert, dann aber gleichzeitig natürlich fordert, so und ihr, liebe Landesregierung, sagt mal bitte, du hast gerade gesagt, State of the Art ist derzeit, das ist halt derzeit die Regelung Schuldenbremse 2020, sagt uns bitte, was ihr vorhabt, wie ihr das umsetzen wollt. Wir stellen das aber mal in Frage, ja, diese ganze Nummer. Und da würde ich mir einfach ein bisschen mehr wünschen, so kann ich mich an der Stelle nur enthalten. Danke, Daniel. Die nächste ist die Moni. Ja, inhaltlich würde ich mich dem Daniel gerne anschließen,
Und ich finde, wir können dem ja, wer mag, dem zustimmen. Also ich finde, es ist ja eine andere Sache, ob ich einem Antrag zustimme oder ob ich auf einen Antrag mit draufgehe, wo ich sage, ich stehe da wirklich total komplett hinter. Und insofern würde ich halt nicht gerne als Fraktion da draufgehen, wo die Meinung hier so uneinheitlich ist. Und dann kann man ja immer noch sagen, wer dem zustimmen mag, sehe ich überhaupt kein Problem, zu sagen, wir finden das gut. Und wer sich enthalten mag. Also ich glaube, dass das für uns in dieser Situation die beste Möglichkeit ist, weil ich denke, es ist ein Unterschied, ob ich einem Antrag zustimme oder ob ich sage, ich will als Fraktion auf diesen Antrag mit drauf. Und das sehe ich im Moment hier nicht so von der Geschlossenheit. Danke, Moni. Der Dietmar ist wieder dran. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann brauchen wir die Diskussion gar nicht weiterzuführen. Nach dem, was Moni gesagt hat, ja, das kann man tatsächlich so machen. Es gibt überhaupt gar keine Not oder zwingenden Gründe, da mit drauf zu gehen auf den Antrag. Habe ich auch nicht so gesehen bislang. Ich fände es halt gut, wenn wir es machten, aber habe damit echt gar kein Problem, wenn wir sagen, okay, wir gehen nicht mit auf den Antrag und dann mag sich jeder im Plenum so verhalten, wie er glaubt, dass es richtig oder falsch ist oder wie auch immer. Nur die grundsätzliche Frage, wenn ich da nochmal kurz drauf eingehen darf, Daniel, ist natürlich nicht die, ob wir das jetzt irgendwie individuell gut oder schlecht finden. Ja, zumal ich so ein bisschen Bedenken habe, ob hier jeder im Rund und geschweige denn in der Partei oder im Landesverband eine dezidierte Meinung dazu hat. Vor allen Dingen auch eine begründete. So, das, und da muss ich ganz ehrlich sagen, unabhängig von dem Positionspapier, welches der Landesverband Nordrhein-Westfalen nun mal hat, sehe ich es als richtig und wichtig und notwendig an, die auch fiskalisch und haushalterischen grundgesetzlichen Festschreibungen als gegeben anzuerkennen und als gegeben anzunehmen. Wenn wir das nicht tun, dann müssten wir jetzt das ganze Grundgesetz mal durchforsten und mal gucken, was da eventuell krumm ist. Und dann sehe ich aber ernsthaft schwarz hier, und zwar auch, was die Außenwirkung unserer Fraktion angeht. Und wir stehen im Plenum, wir sitzen in Ausschüssen, reden über Geld, wir reden über Planung, wir reden über Zukunft und können das einfach nicht ausblenden, dass, und nochmal, wir hier nicht von einer Schuldenbremse in Deutschland reden, sondern wir reden hier von einer Schuldenbremse europaweit. Es müssen alle europäischen Mitgliedstaaten ansonsten an der Schraube drehen. Und glaubt mir, die Nummer wird nicht funktionieren und die wird nicht ziehen. Jedenfalls nicht so in dieser Legislaturperiode, auch nicht in den nächsten 5, davon bin ich überzeugt. Danke, Dietmar. Der Michel ist dran. Jo. Danke. Also Dietmar, ganz kurz zu dir. Ich würde dich bitten, auch wenn du jetzt am Ende noch so ein bisschen die Kurve gekriegt hast, da so ein bisschen verbal abzurüsten. Ich finde, dass mir zu häufig in deiner Argumentation vorkommt, wenn wir das jetzt nicht machen, dann müssen wir an anderer Stelle irgendwie radikal irgendwas anders machen. Dann müssen wir aus der Enquete-Kommission raus. Dann müssen wir hier das ganze Grundgesetz durchforsten. Nee, wir müssen gar nichts. Wir müssen jetzt über diesen Antrag hier reden und abstimmen. Ich bin nach wie vor sehr ambivalent, was die Schuldenbremse angeht. Ich habe allerdings im Umlaufbeschluss dafür gestimmt und ich würde gerne noch und zwar durchaus auch dafür, dass wir auf diesen Antrag draufgehen. Ich würde da gerne noch ein, zwei Argumente für bringen. Ich sehe tatsächlich den Punkt etwas pragmatischer als manch anderer hier, der so ein bisschen darauf wartet, was die Partei für eine Position einnimmt zum Thema Schuldenbremse. Ich sehe das so, dass nun mal alle anderen Fraktionen hier die Schuldenbremse anerkennen, wie sie ist. Und wenn wir sagen, wir wollen eine Finanzplanung zur Erfüllung der Schuldenbremse haben, dann möchten wir vor allen Dingen wissen, wie stellt ihr euch eigentlich die Jahre bis 2020 vor? Und da geht es gar nicht darum, ob wir jetzt für oder gegen Schuldenbremse sind, sondern wir sind darum einfach zu sagen, ihr wollt doch die Schuldenbremse, also sagt doch mal, wie ihr das machen wollt. Es geht also gar nicht um die Position der Piraten in dem Fall, sondern es geht darum, was hier im Land im Moment politischer Mehrheitswille ist. Und wenn wir das machen und wenn wir auf diesen Antrag draufgehen, wir haben ja extra auch in der HFA-Sitzung differenziert abgestimmt. Wir haben ja einmal für diesen Antrag gestimmt und uns einmal enthalten und haben das auch begründet entsprechend. Das war ja auch das Ergebnis der Diskussion, die wir am Morgen davor hatten, dass wir extra nochmal begründen, warum wir
verschiedene Positionen haben. Ich habe ja durchaus da auch Daniels Meinung dann mit einfließen lassen. Jetzt hat die CDU diese Begründung gestrichen. Wir hatten in der Runde gesagt, ohne Begründung könnte man dem glatt zustimmen. Jetzt hat die CDU die Begründung gestrichen. Ich finde es gut, dass du, Daniel, jetzt zumindest gesagt hast, dass du dich jetzt enthältst und nicht mehr dagegen bist. Aber ich fände es halt trotzdem gut, auch als Signal entsprechend zu sagen, pass auf, ihr seid auf unsere Forderung eingegangen, also vielen Dank und wir machen das jetzt mit euch zusammen. Ich finde, eine Planung zu fordern, um hinterher auch sagen zu können, guck mal hier, jetzt haben wir die Zahlen und das mit der Schuldenbremse ist ja völlig gaga, weil das eben nicht einzuhalten ist. Da sehe ich nichts Schlimmes drin und vor allen Dingen sehe ich das nicht als Argument pro Schuldenbremse. Danke, Michel. Der Joachim ist dran. Ja, mir geht es an der Stelle erstmal auch überhaupt nicht um die Schuldenbremse, auch wenn der Antrag natürlich diese Randbedingungen als Gegenstand hat. Ich habe mich in der Runde letzten Mittwoch beim Suchen nach einer gemeinsamen Position der Fraktion für eine Enthaltung stark gemacht, habe aber gleich dazu gesagt, dass ich persönlich dagegen bin. Jetzt kam dieser Umlaufbeschluss und ich habe natürlich dann nach meiner Überzeugung abgestimmt. Ich weiß nicht, ob wir damit nicht Gefahr laufen, uns zum Obst zu machen, wenn wir von der Landesregierung Kaffeesatzleserei verlangen. Denn die wirtschaftliche Entwicklung bis dahin kann nur schlecht oder sehr schwer antizipiert werden, genauso wie andere Dinge. Von daher wäre ich einfach dafür, auf andere Gelegenheiten zu warten, die Landesregierung unter Druck zu setzen. Ich möchte nicht mit auf diesen Antrag, auf keinen Fall. Danke, Joachim. Der Olaf ist der Nächste. Ich hab dich. Erstmal vorab, ich hatte beim Umlaufbeschluss noch dafür gestimmt. Zurzeit würde ich mich, glaube ich, enthalten. Ich habe auch, wenn der Text so von der Partei kommt, die nicht definitiv für die Schuldenbremse ist und die auch mit aller Kraft will, die eigentlich auch, wenn du schon sagst, die völlige Bremse wäre, wenn es überhaupt darum ginge, das unter Umständen in Verfassungsgremien zu ändern. Solange die CDU ja nicht dafür ist, ist das ja überhaupt nicht die Frage. Und jetzt ist die Sache so, klar, die Frage muss man stellen, weil das ist zurzeit State of Art und dann will ich das auch von der Regierung so wissen, eventuell auch, um hinterher zu sagen, hier, es klappt ja vorne und hinten nicht. Nur dadurch, dass wir uns mit auf einen Antrag der CDU kommen, der auch von der CDU initiiert ist, hat es auf jeden Fall den Beigeschmack und das wäre auf jeden Fall erklärungsbedürftig nach außen, dass wir uns dort an der Stelle komplett von der Grundhaltung der CDU differenzieren, dass wir die nicht haben, entweder eigentlich, weil wir noch keine Meinung haben oder weil wir die gegenteilige Meinung haben. Und von daher fände ich es auch sehr, sehr schwierig, wenn wir jetzt mit auf dem Antrag drauf wären. Einfach, weil die Menschen auch wissen, wie die CDU zu dieser Frage steht. Und damit hat es immer den Beigeschmack, dass wir denselben Standpunkt genau zu dieser Frage einnehmen würden. Und das würde ich auch gerne vermeiden wollen. Danke, Olaf. Wir haben an der Stelle die 15-Minuten-Grenze überschritten. Ich habe noch einmal den Dr. Bob und einmal die Moni auf der Rednerliste. Wir müssen an der Stelle, müsste ich einmal die Widerstände abfragen, hier weitere 15 Minuten mit dem Tagesordnungspunkt zu verbringen. Oh, ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, natürlich, klar. 15, 16, 17. Gut, dann einmal die Nulllösung. Wer würde dann jetzt sofort zur Abstimmung kommen wollen? Moment. Widerstände gegen Weitermachen. Ich habe Widerstände gegen Weitermachen gefragt. Genau. Genau, das wäre Abstimmen. Ich dachte, wenn es Widerstände gibt, müsste ich den Widerstand zur Nulllösung auch abfragen. Wenn ich mal kurz vorher zum systemischen Konsensieren was Konstruktives beitragen dürfte. Alle Optionen sollten vorher bekannt sein, bevor man in den Abstimmungsprozess geht und die nicht nacheinander nennen. Dann passiert nämlich Wirrwarr, ist mir letztens auch so gekommen. Die Nulllösung ist immer bekannt. Genau, und da würde ich jetzt halt auch den Widerstand gegen abfragen, weil es bei der ersten Abfrage auch wieder, habe ich mich dumm ausgedrückt, tut mir leid an der Stelle. Tut mir leid. Gut, haben alle, also ich würde jetzt den Widerstand abfragen, ob jemand dagegen einen Widerstand hat, jetzt hier direkt dann darüber abzustimmen. War das richtig? Ja, genau. Okay. Also, wer jetzt nicht abstimmen will, der sollte gerne. Genau.
zwei, drei, vier, sechs, sieben. Nee, nicht. Ah, oh, das kann ich hassen. So, wir fangen nochmal an. So, wer hat die Widerstände dagegen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, damit hat die erste Abstimmung gewonnen. Ne? Wir diskutieren auf jeden Fall nicht weiter. Dann sagt unsere... bitte? Nö. Nee. Dann sagt unsere Satzung, dass wir über den Antrag jetzt abstimmen müssen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Lass mich ja gerne korrigieren. Gut, da wir bei diesen Umlaufbeschlüssen immer mit dafür, Enthaltung oder dagegen abstimmen, ja, sollten wir jetzt auch tun. Sollten wir das jetzt auch tun, sonst passt das nicht. Björn? Ich brauche einen Augenblick. Auf reguläre Abstimmung war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich dachte, ihr konsensiert wieder. Also konsensieren beim Antrag ist sowieso der letzte, wenn ja. Ich das mal sagen darf. Ja, konsensieren bei einem festgelegten Antrag ist eh relativ schwer. Das sollten wir auch montags in dieser Mumble im Montag. Montagsmumble nicht mehr machen. Montagsmumble, genau. Das war echt nicht gut. Das hat auch zu sehr viel Verwirrung. Den Änderungsantrag. Der Änderungsantrag. Ja. Ja, ich hoffe, dass den jeder gelesen hat. Ja, klar. Paragraf 100. Wir lesen doch eh nie Anträge und stimmen einfach ab. Tja, du sagst mir einfach Bescheid, ne? Könnt. Björn, du bist fertig? Gut. Wenn du jetzt erst den Antrag liest, dann wird es schwierig. Nee, so schwierig ist der jetzt. Also so schwierig ist der Antrag wirklich nicht. Gut. Also wir stimmen nur darüber ab, was wir da nicht draufgehen. Das heißt nicht, dass wir den ablehnen. Nein, wir stimmen nur darüber ab, ob wir diesem Antrag beitreten wollen. Das ist alles. Über nichts anderes. Habe ich deinen Antrag richtig verstanden, der im Umlaufbeschluss steht, Dietmar? Dietmar, ich sehe bei dir noch Klärungsbedarf. Ja, der will ich heute nicht. Ich werde es heute stellen. Dietmar, du kannst auch jederzeit, weil es ja dein Antrag ist, sagen, du möchtest ihn jetzt nicht abstimmen. Dann nehme ich den. Gut. Und hier steht, er möchte einen fraktionsübergreifenden Oppositionsantrag, also... Genau, wir stimmen jetzt nicht darüber ab, ob wir den Inhalt dieses Antrags toll oder weniger toll finden, sondern nur, ob wir diesem Antrag als Mitantragsteller beitreten. Genau. Habe ich so richtig verstanden, Dietmar? Diesem Änderungsantrag. Gut. Alles klar, dann hätte ich gerne gewusst, wer diesem Antrag als Fraktion so beitreten möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das geht, Simone. Ach so, ich muss wieder vorlesen, genau. Danke, Daniel. Ja, Simone. Nein. Ich bin schon wach. Moni. Nein. Olaf. Nein. Frank. Nein. Daniel. Enthaltung. Stefan. Nein. Dietmar. Ja. Dirk. Enthaltung. Danebot. Ja. Joachim. Nein. Kai. Enthaltung. Lukas. Enthaltung. Grumpy. Ja. Daniel. Ja. Olli. Nicht da. Ach, nicht da. Nico. Nein. Birgit auch nicht da. Michelle. Ejo. Ich sag mal Enthaltung. War's das? Oder geht's oben weiter? So, Auswertung, ich würde sagen, da steht's, danke. Dagegen 7, Enthaltung 5, Anzahl ohne Stimmen 2, dafür würde ich auch gerne vorlesen. 5. Ich weiß nicht. Da, dafür 5, dagegen 7, Enthaltung 5, ohne Stimme 2. Dann gehen wir nicht mit auf den Antrag, habe ich das so richtig interpretiert? Gut.
Kommen wir dann zum nächsten, also die Umlaufbeschlüsse, die weiteren Umlaufbeschlüsse, die eindeutig abgestimmt worden sind, findet ihr zur Info im, in der Tagesordnung. Die sind nicht mehr Teil der, der Tagesordnung zum Diskutieren, sondern nur der Information halber enthalten. Wir kommen dann jetzt zum Tagesordnungspunkt 4, Vorbereitung Plenum. Ich sag mal, da fängt die Moni bestimmt an. Den Link zum PET findet ihr alle in der Tagesordnung. Ja. Los geht's. Okay. Ich bemühe mich, das ziemlich zügig zu machen. Also es ist, geht bekannterweise um die dritte Lesung zum Haushalt. Der Redeslot dazu sind 45 Minuten. Joachim und Dietmar haben das miteinander besprochen, dass sie sich das aufteilen in zwei Teile. Dann kommen wir zu Punkt 2, den Meisterbrief als Grundlage der dualen Ausbildung. Da hat der Daniel sich eingetragen. Dann haben wir Landesförderung von Atomkraftwerken einstellen. Was habe ich? Ach, da fehlt Alien, sorry. Die Empfehlung, Daniel? Daniel? Beschlussempfehlung? Trägst du das bitte dann noch ein, dass wir da die. Okay. So, dann habe ich zuerst den Dietmar und dann den Daniel. Los geht's. Also wie auch immer ich jetzt leider abgelenkt war, aber einfach den Tagesordnungspunkt zu verlassen, wo noch Fragen offen sind in dem Bereich der Umlaufbeschlüsse, finde ich ehrlich gesagt uncharmant. Ich habe ihn darauf hingewiesen, wir kommen gleich darauf zurück. Okay, gut. Interessant. Daniel. Ich habe dir gesagt, da stimmt was nicht. Ja, das ist ja hier ein Antrag aller, also der vier anderen Fraktionen. Das finde ich immer sehr spannend, diese Anträge. Die zeigen mir meistens, dass wir mit unserer Meinung richtig sind. Ich würde dich halt ganz dringlich darum bitten, dass du uns da, ich sag mal, sehr briefst, weil erfahrungsgemäß machen diese Tagesordnungspunkte irgendwie immer recht viel Spaß. Und ich fände es schön, wenn wir das auch da am Mittwoch dann schon nach der Haushaltsdebatte dann mit vollem Elan in diesen Topf gehen könnten. Ja. Also der Hintergrund ist folgender. Der Meisterbrief dient ja dazu, da, dass man zum Beispiel ein gewisses Handwerk ausüben kann, da ausbilden kann und so weiter. Das ist eine relativ alte Geschichte in Deutschland, aber so im europäischen Kontext sind da so ein paar Fragezeichen dran, weil es das in anderen Ländern nicht gibt und im Zuge der Freizügigkeit, das so in Frage gestellt worden ist von europäischer Ebene. Da hat es vor einigen Jahren schon gewisse Änderungen gegeben, dass weniger Berufe unter diesen Meisterzwang oder Meisterbrief fallen. Jetzt ist der Punkt, dass ich glaube, die CDU hat damit angefangen, zu sagen, ja, wir dürfen den Meisterbrief nicht weiter entwerten, weil es eben auch innerhalb der EU Bestrebungen gibt, weitere, das zu evaluieren und weitere, wie sagt man, weitere Funktionen von diesem Meisterbrief auszunehmen. Das wollen die alle nicht. Wenn sie sagen, Meisterbrief ist eine tolle Sache, der soll auf jeden Fall halten bleiben. Und in dem Antrag steht auch drin, es soll auch so ein bisschen geguckt werden, was man von dieser EU-Regelung vielleicht wieder zurückdrehen kann. Und wir finden das natürlich nicht so toll, weil wir prinzipiell ja sagen, es muss sowas wie eine Niederlassungsfreiheit, eine Bewegungsfreiheit für Berufe geben. Wir wollen solche formalen Zwänge, einen gewissen Beruf auszuüben, ja abbauen. Man sieht vielleicht den Grund, dass jemand, der ein Handwerk ausübt, irgendwie qualifiziert sein muss. Aber ob das jetzt in jedem Fall immer ein Meisterbrief sein muss, das wollen wir mal dahingestellt lassen. Also wir könnten akzeptieren, dass man sagt, das soll evaluiert werden, ergebnisoffen, welche Berufe halt eben so einen Meisterzwang erfordern und welche nicht. Aber dass man jetzt einfach sagt, das muss jetzt zurückgedreht werden, dem konnten wir uns im Wirtschaftsteam nicht anschließen. Also wir werden einen entsprechenden Entschließungsantrag machen, der versucht, das klarzustellen, warum wir dem jetzt nicht beitreten können. Ich würde sagen, so gefühlsmäßig würde ich den Antrag halt ablehnen, aber es kann auch genauso gut, man kann auch genauso gut sich dazu enthalten. Also, aber das kläre ich noch. Danke, Daniel. Moni, warst du zuerst? Dann Moni.
Nee, ich wollte nur hören, ob es weitere Fragen gibt. Ich hatte da eine Rückfrage noch zu. Das, was du gerade gesagt hast, ist das abgeleitet oder ist das beschlossene Parteimeinung an irgendeiner Stelle mit dem Meisterbrief? Also ganz extrem beschlossen in der Form ist es, ja? Bitte? Okay, ganz extrem beschlossen in der Form ist es nicht, aber wir haben ja mit Kammerzwang und solchen Sachen ähnliche Situationen, wo wir uns durchaus ähnlich verhalten haben. Dirk. Nur noch mal eine konkretisierende Nachfrage, weil ich sag mal, das Argument, dass es in ganz Europa oder woanders halt nicht unbedingt so strikt gehandhabt wird wie hier, ist jetzt meiner Sicht ein bisschen schwach, weil die Tatsache, dass es woanders nicht so strikt gehandhabt wird, heißt nicht, dass es schlecht ist. Denn also soweit ich weiß, ist gerade unsere Handwerksausbildung nicht nur europaweit, sondern weltweit anerkannt und führend. Also von daher muss es nicht zwingend schlecht sein. Das ist richtig. Die Ausbildung ist gut und man kann nach wie vor so ein Ausbildungskriterium voraussetzen als Voraussetzung für die Ausübung eines bestimmten Berufes. Aber auch da musst du gucken, an welcher Stelle ist das nötig. Ne? Und das wird durchaus in Frage gestellt. Es wird sicherlich nach wie vor Berufe geben, wo man eine relativ hohe Hürde der Ausbildung setzen muss, weiß nicht, Elektriker oder so, wo du also sagst, da soll nicht jeder dran rumschrauben. Bei anderen Berufen ist das aber vielleicht nicht so nachvollziehbar. Und dass man das immer wieder mal überprüft und in Frage stellt, das finde ich okay. Und dann muss man hingehen, wenn man sagt, wir haben eine gute Ausbildung. Ist das immer mit dem Meisterzwang verbunden oder kann man sagen, da gibt es auch die Möglichkeit, diese entsprechende Ausbildung auf andere Art und Weise nachzuweisen? Ne? Also gerade für jemanden, der aus dem Ausland kommt. Danke, Daniel. Der Stefan hatte sich noch gemeldet. Ingo? Also es wird ja immer gesagt, dass gerade unser Meistersystem ja für hohe Qualität sorgt, aber es zeigt sich dann doch im Vergleich innerhalb der EU, dass sie nicht besser ist als in vielen anderen EU-Ländern. Man kann auch eigentlich noch anmerken, Meisterzwang gab es früher in Luxemburg und Österreich, die haben es abgeschafft. Luxemburg, glaube ich, komplett, Österreich zumindest viel weitergehender als wir. Also man kann durchaus in eine Richtung gehen, man braucht das eigentlich nicht, sollte sich aber schon auf EU-Ebene für einen hohen Ausbildungsmindeststandard einsetzen. Die Richtung kann man durchaus gehen. Daniel? Ja, ich will noch zufügen, dass wir dafür Dresche kriegen werden. Ne? Also weil es dann heißen wird, ja, der gute Meister, also die gute Qualität, die Voraussetzungen und so weiter, ihr wollt das abschaffen und so, ja, das muss man differenziert versuchen darzustellen. Danke, Daniel. Weitere Rückfragen zu dem Tagesordnungspunkt? Lukas. Ja, vielleicht ergänzend dazu noch, du wirst auch Dresche bekommen, weil dann halt auch häufig mit dem ehrenamtlichen Engagement der Prüfer und des ganzen Apparats drumherum dann auch argumentiert wird. Also das ist durchaus ein sehr emotionales Thema, insbesondere wenn man halt mit den Kammern spricht. Für die ist das ja halt auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Daseinsberechtigung, aber halt ein großer elementarer Bestandteil deren Arbeit. Und dann kommen garantiert dann Einwürfe wie, ja, wie sieht es denn aus mit der Wertschätzung eben für die ehrenamtliche Arbeit und so weiter. Also auf sowas musst du vorbereitet sein. Dankeschön. Weitere Rückfragen zu dem Punkt? Sonst, Moni, bitte. Ja, mache ich weiter. Tagesordnungspunkt 3, Landesförderung von Atomkraftwerken einstellen. Das ist unser eigener Antrag. Der Dietmar redet dazu und ich denke, dass wir dem durchaus zustimmen. Punkt 4, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Gewährung einer Zulage für freiwillige Feuerwehr, wird zusammen mit zweites Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristung in Zuständigkeit des Finanzministeriums verhandelt. Redner habe ich jetzt nicht da stehen. Dietmar? Finanzministerium hört sich so nach dir an, finde ich. Also in Ausschuss oder KFA, das auch immer führt. Also wir sind gerade in Abzeile 71. Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes, Gewährung Zulagen, freiwillige erhöhte wöchentliche Regelarbeitszeit im Feuerwehrtechnischen Dienst in Nordrhein-Westfalen. Federführend ist der Innenausschuss übrigens. Ja, es geht ja dabei auch um Geld. Wie manchmal hier in diesem Plenum. Dietmar. Ja, wie immer. Wir hatten gestern auch schon, also keine Irritation, aber die Diskussion, weil ja da auch die
freiwillige erhöhte wöchentliche Regelarbeitszeit im feuerwehrtechnischen Dienst in Nordrhein-Westfalen drin steht. Und es geht da auch um eine Zulage. Das wiederum gehört im weiteren Sinne zu den Personalkosten, aber nicht des Landes. So, und da stellt sich eben die Frage, wer sieht sich da berufen, was zu tun, zu sagen? Allgemein zur Frage der Befristung und Zuständigkeit des Finanzministeriums kann man natürlich was sagen, aber da das hier in Verbindung ist, geht es wahrscheinlich in prioritär um die Zulage für die Feuerwehrleute. Vielleicht weiß der Lukas da mehr. Ich habe das mir selber noch nicht so genau angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, ja, nichts. Ich denke, wir stimmen das einfach untereinander ab, denn der Dirk, der, vielleicht der Lukas. Wie stehen wir denn dazu? Tja, weiß ich nicht. Also zu den Linien, das ist ja nur eine Erhöhung der Zulage. Also und auch die Tatsache, dass es Mörsern könnte, die Kritik immer ist, ja, stimmt ihr euch da untereinander ab, relativ zeitnah, dass wir das dann fertig machen können? Yes. Prima. Man kann sich ja immer ganz gut am Federführenden orientieren. Punkt 5, Breitbandausbau verstärken. Das ist der Antrag CDU, FDP und von uns. Der Daniel Schwert spricht dazu und wir stimmen dem günstigerweise zu. Punkt 6, keine Windräder im Wald. Kai redet im Wald. Fraktion der FDP, Block 1, da redet der Kai nach dieser Liste. Zustimmung zur Ausschussüberweisung. Punkt 7, Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristung im Bereich der Landwirtschaftskammern. Gesetz der Landesregierung, zweite Lesung, Block 1, unser Redner, Landwirtschaftskammern. Wer fühlt sich da berufen? Da hat sich keiner eingetragen. Danebot, alter Landwirt. Wer hatte das denn im Ausschuss? Wir beide, aber Simone macht ohne Landwirtschaft. Also, habe ich mich da jetzt nicht eingetragen. Simone, du machst Landwirtschaft? Cool. Ja, ich mache auch Landwirtschaft. Du bist die Landwirtin oder wie? Ja, weil Landwirtschaftskammern hattest du auch letztes Mal gemacht, oder nicht? Klärt ihr das? Wir klären das. Alles gut. Ihr klärt das? Wisst ihr denn schon, ob wir das ablehnen oder zustimmen oder uns enthalten? Nachdem sie es gelesen haben. Oder müsst ihr das auch noch klären? Auch das klärt ihr. Das ist die zweite Lesung, Leute. Da habt ihr sogar schon im Ausschuss zu geredet. Ja. Wie steht ihr dazu? Im Ausschuss. Weil der Landwirtschaftskammer noch nie geredet. Ihr klärt das. Das ist die zweite Lesung. Das Ding muss im Ausschuss gewesen sein. Also ich war letztes Mal nicht im Ausschuss. Ja, natürlich. Okay. Ja, trotzdem. Wir machen weiter und ihr guckt. Wir machen weiter mit Korruption. Ja, wir machen weiter mit Korruption. Genau, da redet der Dirk zu. Und auch hier hätte ich gern eine Beschlussempfehlung. Dirk, Korruption ja oder nein? Dirk, machen wir das mit der Korruption, ja oder nein? Sollen wir uns dazu zustimmen, enthalten, ablehnen? Ablehnen. Gott sei Dank, meine Abstimmung. Kein Weihnachtsgeld. Okay, meine Frau kommen wir zu Punkt 9, Gesetz zur Weiterentwicklung der politischen Partizipation, kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften. Da ist die zweite Lesung, die Simone steht da auf der... auf der Rednerliste. Zustimmung. Punkt 10, Gesetz zur Errichtung einer Stiftung Deutsche Zentralbibliothek, ist ohne Debatte. Zustimmung ist die Abstimmungsempfehlung. Dann haben wir 11, Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Bereinigung des in Nordrhein-Westfalen geltenden preußischen Rechts. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Das soll ohne Debatte verhandelt werden. Ich glaube, da gibt es eine allgemeine Zustimmung. Sehe ich das richtig? Okay. Danke, Dirk. Dann haben wir ohne Fahrplan und ohne Ziel, die Weiterentwicklung des Kiebitz darf nicht verschleppt werden. Das lässt die CDU direkt, glaube ich, in den Ausschuss überweisen. Verbot. Der Verbot der Haltung von Delfinen geht auch in den Ausschuss. Dann gibt es die Einsetzung einer Arbeitsgruppe des Ausschusses für Kommunalpolitik, auch ohne Debatte. Dann haben wir unsere beiden Nachwahlen zum Untersuchungsausschuss und zum Beirat der NRW-Bank.
Das ist auch ohne Debatte. Und dann halt Petitionen und im Ausschuss erledigte Anträge. Dann kommen wir am Donnerstag zu der Aktuellen Stunde. Gemeinsam CDU und Piraten. Da steht nur der Dietmar als Redner. Machst du das alleine oder das sind ja irgendwie mehrere Redeslots in der Aktuellen Stunde? Das ist ja durchaus so, dass sich da noch jemand beteiligen könnte. Klar. Nur zu. Ich nehme an, wenn ich jetzt mal eben reden darf. Also, ja, du kannst doch schon Donnerstag reden. Hau rein, lieber. Gut, der Antrag ist, denke ich mal, ja allen bekannt. Und es geht hier um unsere Rechte als Abgeordnete, als Fraktionen im Verhältnis zur Landesregierung und aber auch insbesondere im Verhältnis zu anderen Fraktionen in diesem Hause. Es geht um die Wahrung von, oder nein, man muss schon sagen, ja, einerseits Wahrung, andererseits möglicherweise dann aber auch um die Herstellung von Minderheitenrechten und die Geltendmachung und Durchsetzung gegenüber der Landesregierung. Und von daher ist es im Prinzip ein Thema, wo jeder zu reden könnte oder jeden reden kann. Klar, Aktuelle Stunde sind immer mindestens zwei, manchmal sogar drei Slots, je nachdem, wie lange man redet. Zwei immer nur. Ach so, 7 und 5. Also, wenn jemand möchte, gerne noch. Es gibt sicherlich dann allerdings, das würde ich aus der nicht hohlen Hand, sondern aus dem Stegreif heraus machen, dann auch noch Möglichkeiten, Notwendigkeiten da im Rahmen des Schlagabtauschs der Fraktionen auf Vorhergesagtes zu erwidern. Von daher können wir es offen lassen. Man muss ja nicht den zweiten Redner direkt anmelden. Ne? Direkt dazu nein, aber du kannst dir auch keine Zeit sparen. Also du hast, ne, wenn du die Zeit nicht ausnutzt, kannst du nicht nochmal hingehen. Das gilt nicht. Dann können wir es aber austauschen. Du kannst diese 7 und 5 Minuten nehmen, mehr hast du nicht. Wir können es aber tauschen. Was den heißt? Redner können wir tauschen. Ja, das, ja dann, klar. Dann belegen wir einfach den Slot mit mir und dann können wir es ja notfalls tauschen und bis dann können wir immer noch gucken. Ja. Ja, okay. Ja, okay. So, dann kommen wir zu Punkt 2, Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds. Da ist ja hier gestern lang und breit und ausgiebig an mehreren Orten drüber diskutiert worden. Dietmar, du sagtest erst halt ablehnen und jetzt nach reiflicher Überlegung Enthaltung. Richtig? Oder wie sehe ich das? Nee, falsch. Falsch. Nach reiflicher Überlegung und Prüfung, Semikolon, im Ausschuss habe ich Enthaltung gemacht, Fraktionsstärke abgestimmt, bin aber, nachdem ich mir das nochmal alles überlegt habe, durchdacht habe, auch vor dem Hintergrund unserer Parteiprogrammatik, wie aber auch vor dem Hintergrund dieses unfassbaren Vorgehens hier, Landesvermögen einfach den Kirchen zu schenken, um es ganz klar zu sagen, nämlich hier in dem Fall der katholischen Kirche zu der Überzeugung gelangt, dass wir dieses Gesetz schlicht und ergreifend nur ablehnen können. Abgesehen davon sind innerhalb oder in den Rahmenbedingungen des Gesetzes, das heißt auch in den substanziellen Fragen, die damit verbunden sind, erhebliche Unsicherheiten vorhanden. Es gibt Flächenabweichungen, es gibt Wertdifferenzen, es gibt merkwürdige Belegungen der Grundstücke, es gibt Übertragungen von Liegenschaften, bebauten Liegenschaften und aber auch unbebauten Liegenschaften auf die katholische Kirche, wo allerdings das Land, verbleiben beim Land, liegen aber im Nutzen der Kirche, wobei dann das Land allerdings die Lasten und Kosten zu tragen hat aufgrund der Situation, beispielsweise eine Lieber, Kirche, die auf dem... Du musst die Block 1-Rede jetzt gar nicht hier halten. Es glaubt dir jeder. Okay. Abgesehen davon muss ich sagen, es war eine super spannende Anhörung. Ich habe selten so eine tolle und spannende Anhörung gehabt wie gestern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, lach nicht, Michel, es ist wirklich so. Du kannst übrigens den Abend, Michel, bitte. Ich auch, so um 19 Uhr gestern Abend. Ja, ist okay. Obwohl. Also die Anhörung war so spannend, dass mir die Füße dabei eingeschlafen sind, aber okay. Aber eine schöne Geschichtsstunde hatten wir, das muss man sagen. Es war also sehr nett, auch wenn man die Unterlagen vorher gelesen hatte, konnte man noch viel Neues lernen. Aber eben nur über Geschichte. Also ich habe zwei Dinge. Erstens, Dietmar, du hast 5 Reden an den 2 Plenartagen zum Thema HFA. Ich habe keine Rede, ich würde zu diesem Punkt gerne reden, ist das Erste. Und das Zweite ist... Ich habe dir ja gerade gegeben, die Rede. So, und das Zweite ist, ich würde tatsächlich gerne
ja, wir haben gestern darüber geredet in deinem Büro. Ich bin etwas überrascht gewesen, als ich heute Morgen ins Pad geguckt habe. Da stand dann plötzlich, dass wir das ablehnen sollen, da wir uns gestern ja auf die Enthaltung geeinigt hatten. Ich bin nach wie vor dafür, dass wir uns enthalten, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Den habe ich dir ja gestern mitgeteilt. Ich würde ihn gerne der Fraktion eben mitteilen. Es ist so, dass wir ja durchaus für die Trennung von Kirche und Staat sind. Das heißt, einen an kirchliche Zwecke gebundenen, eine Stiftung, die an kirchliche Zwecke gebunden ist, die vom Land verwaltet wird, jetzt aufzulösen und eben nicht mehr, dass das Land eben nicht mehr da für kirchliche Zwecke arbeitet, das ist ja durchaus korrekt. Der Fehler, der darin liegt, ist ja tatsächlich, dass man überhaupt 40% des Vermögens der katholischen Kirche übereignet, und alles andere, allem anderen könnte man ja sozusagen zustimmen. Das heißt, wenn man es radikal sieht, wäre die Forderung der Piraten, löst den Fonds ruhig auf, aber das Geld, und das ist ja gestern auch in der Anhörung nochmal gefragt worden, gehört dem Land Nordrhein-Westfalen. Warum sollte man, oder warum geben wir dieses Geld jetzt an die Kirche? Und vor diesem Hintergrund ist eine Ablehnung dieser Übertragung meiner Meinung nach falsch, sondern wir sollten sagen, auf der einen Seite, der Schritt ist richtig, aber wie er durchgeführt wird, ist falsch, und deswegen kulminiert das in einer Enthaltung. Vielen Dank, Michel. Ich freue mich, dass ich dazu jetzt schon beide Block-1-Reden gehört habe. Dietmar, die nächste Block-1-Rede. Ja, das ist das Praktische daran, dass wenn an einem Tag vor solchen Entscheidungen Anhörungen laufen und das nicht ausgiebig ausdiskutiert ist. Also ja, Michel, deine Argumentation kann ich durchaus teilweise nachvollziehen. Allerdings ist das Überwiegen der Gründe, die zu einer Ablehnung aus meiner Sicht führen müssen, größer. Denn erstens, die Übertragung des Vermögens auf die Kirchen ist damit verbunden, dass die Kirchen eine Stiftung gründen. Das heißt, die ist bereits ins Leben gerufen. Diese Stiftung hat einen einzigen Zweck, dass insbesondere in Hinblick auf die Bildungseinrichtungen, die auch auf diesen Liegenschaften sind, kirchliche Werte, nämlich die der katholischen Kirche, vermittelt werden können, beziehungsweise sollen, und den Nutzern von Liegenschaften, insbesondere beispielsweise auch der Universität Münster, eine entsprechende Auflage gemacht werden könnte, nach bestimmten Werten zu operieren. Das geht bis hinein in die Bereiche des Arbeitsrechts. Wir wissen, dass das kirchliche Arbeitsrecht ein besonderes Recht ist, welches auch zum Beispiel Punkte enthält, dass Ehebruch begeht, fliegt raus, wer sich scheiden lässt und neu heiratet, fliegt raus und so Sachen und so fort. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte es alleine vor dem Hintergrund des Umstands, dass es überhaupt keinen auch nur ansatzweisen Rechtsgrund für die Schenkung von 40% Landesvermögen an die Kirchen gibt, ist für grundfalsch, einfach zu sagen, hey, Enthaltung, weil so ein bisschen ist das gut, weil ich finde es überhaupt nicht gut, wenn wir hier ein mehrere hundert Millionen Euro starkes Vermögen den Kirchen übereignen und damit die Säkularisierung des ausgehenden 18., Anfang des 19. Jahrhunderts damit teilweise zumindest rückgängig machen. Im Prinzip findet hier sowas wie eine Entschädigung der Kirchen für etwas statt, was die Kirchen seinerzeit eben aufgeben mussten und aufgegeben haben. Und diese Resäkularisierung, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür gibt es keinen Rechtsgrund. Es gibt ihn auch nicht nur, es gibt ihn weder ideell, noch moralisch, noch juristisch. Es gibt ihn einfach nicht. Und auch, ja, Punkt. Danke, Dietmar. Also kumuliere jetzt aus allen euren Beiträgen, dass ihr dazu noch einen Entschließungsbeitrag schreibt. Antrag. Ja, gut. Das ergibt sich für mich daraus. Der Daniel möchte was fragen. Los geht's. Wollen wir die Sachen jetzt tatsächlich alle nochmal inhaltlich durchgehen, oder wollten wir eigentlich nur festlegen? Das lag nur daran, weil gestern die Anhörung erst war. Okay. Genau. Aber das folgt jetzt. Aber ihr beide schafft das im Dialog. Sicher. Ohne die anderen 17. Und am tollsten fände ich, weil ja so eine dedizierte Meinung vorherrscht, wenn ihr dazu wirklich schafft, noch einen Entschließungsantrag zu schreiben. Ist das nicht dezidiert? Ist mir egal. Moni. Okay. Punkt 3, Rundfunkbeiträge. Antrag der CDU, habe ich den Daniel. Schwert hier stehen, Abstimmungsempfehlung, Ablehnung. Gibt es dazu was zu sagen? Ich denke, glaube nicht. Viertens, Wintermoratorium für Abschiebung. Das ist unser eigener Antrag. Der Frank redet dazu. Da werden wir, denke ich mal, zustimmen.
Fünftens, Nordrhein-Westfalens Hochschulen brauchen keine Entmündigungs- und Bevormundungspolitik, ist Joachim der Redner. Das ist eine Ausschussüberweisung. Wir kommen zu sechs, die Kommunalaufsicht muss konsequent tätig werden. Antrag der CDU ist auch eine Ausschussüberweisung und der TOSO wird dazu stammeln. Was sagen. Punkt 7, Masernerkrankungen verhindern, Antrag der FDP, Ausschussüberweisung, Olaf spricht dazu. Achtens, Verfall der Infrastruktur und Rückbau des ÖPNV stoppen, das ist unser eigener Antrag, ist eine Überweisung. Der Oliver redet dazu, ich hoffe, dass er bis dahin wieder fit ist. Punkt 9, Stalking-Opfer besser schützen, Antrag der CDU. Nico spricht dazu, ist... Also ich kann das nur vorlesen, was ich hier lese. Ich hatte da reingeschrieben, Dietmar-Nico in Abstimmung. Wir haben es noch nicht abgestimmt. Ich würde es befürworten, wenn Nico das macht. Wenn er sagt, nee, will ich nicht, dann, oder finde ich jetzt ein doofes Thema, ist nicht so mein Ding, will ich nicht machen, dann würde ich es selbstverständlich machen. Überhaupt kein Problem. Ja, also ich würde mich jetzt nicht drum schlagen. Ich könnte das so ohne groß weiteres tatsächlich machen. Aber wenn du möchtest, würde ich sagen, okay, dass du es tust. Ja, also Nico, prima. Ist eine Ausschussüberweisung. Unser Antrag Punkt 10, Anhörung von Edward Snowden im Europäischen Parlament verfolgen, redet auch Nico zu. Ist eine direkte Abstimmung, wir werden dem sicherlich zustimmen. Punkt 11, Arbeitsverbote für Flüchtlinge abschaffen. Auch unser Antrag, der TOSO, spricht dazu und es ist eine Ausschussüberweisung. Dietmar. Ja, ich habe das jetzt nicht gesehen, dass Nico der letzte Redner sein wird vor dem Minister, vom Justizminister und dann direkt den Aufschlag macht mit dem Edward Snowden-Antrag. Ich weiß jetzt nicht, brauchst du da mehr Zeit vorher oder um dich da auch drauf einzuschießen und weil wie gesagt die Stalking-Nummer ist vor dem Snowden-Antrag und du bist dann der nächste Redner auch. Ist das okay? Ja, okay. Okay. Ja, dann ist er ja noch unter Dampf. Genau, ich glaube, dann bist du noch so gerade so schön im Redefluss. Da mache ich mir jetzt auch nicht so richtig große Sorgen. Okay. Also du redest dich in Punkt. Ja, du redest dich in Punkt 9 einfach warm, um dann in 10 richtig loszulegen. Dann kommen wir zu Punkt 11. Arbeitsverbote für Flüchtlinge abschaffen, ist eine Ausschussüberweisung. Unser Antrag der TOSO spricht dazu. Punkt 12. Landesregierung darf Kommunen bei Konversion und Strukturwandel nicht im Regen stehen lassen. Antrag der CDU ist eine Ausschussüberweisung. Der Daniel Schwert spricht dazu. Dann haben wir die Fragestunde. Meines Wissens ist... ich hoffe mal, also die haben Weihnachtsfeierabend. Es liegen Fragen vor, okay. Alles klar. Dann kommen wir nicht zu Punkt 14, nicht ohne Datenschutzbeauftragten. Das ist unser eigener Antrag. Der Frank redet dazu. Das ist eine direkte Abstimmung, Zustimmung. Punkt 15, Nordrhein-Westfalen braucht eine Zielgruppen- und marktgerechte Wohnraumförderung. Das wird auf Antrag der CDU im umgekehrten Verfahren verhandelt, also kommt erst nach Ausschussbesprechung wieder zurück ins Plenum. Dann haben wir Punkt 16, Fußballkultur und Fanprojekte wertschätzen und unterstützen. Da spricht der Daniel zu. Das ist beides mal eine direkte Abstimmung. Das hielt ich für eine gute Idee. Ja, ich hatte das ins Pad noch nicht eingetragen, weil ich auch gestern mit Sebastian noch mal drüber auch noch mal ein bisschen gesprochen hatte. Also überraschenderweise werden wir unserem Antrag selbstverständlich zustimmen. Ja, da sind wir uns an der Stelle eigentlich schon soweit einig. Aber weil wir einfach so schweinegeile Typen sind, können wir auch dem SPD-Antrag zustimmen. Und
Ich werde versuchen, im Plenum dann zu erklären, warum das so ist. Also unser Antrag geht halt eben weiter. Unser Antrag ist natürlich der bessere, das weiß auch Rot-Grün. Der andere ist zu dünn, zu technisch. Aber nichtsdestotrotz ist der, auch der rot-grüne Antrag besser als nichts. Und deswegen halte ich es für richtig, dem dann auch tatsächlich zuzustimmen. Du willst ernsthaft versuchen, denen zu erklären, wie Approval Voting funktioniert? Ja, das ist ein guter Ansatz. Okay. Wenn wir hier raus sind, machen wir das Gewähl aus Ministerpräsidentin ins Court Voting Score. So. Von minus 10 bis minus 50. Widerstände. Ohne Bitte. Wir müssten dann jetzt bitte noch entscheiden, welche unserer Haushaltsänderungsanträge wir morgen noch mal in die dritte Lesung einbringen wollen. Der Dietmar hatte ja mit Joachim auch über die Rede gesprochen und wir hatten überlegt, ob wir die Anträge, die da noch mal für die Rede relevant noch mal einbringen. Die anderen Oppositionsfraktionen werden auch nicht alle ihre Anträge einbringen, sondern nur ausgewählte. Und ich würde gerne dem Dietmar mal das Wort geben, um einen Vorschlag zu machen. Wir hatten die ja irgendwie rausgefischt, ne? Ja. Dass wir da noch mal drüber reden, welche wir tatsächlich jetzt noch mal abstimmen lassen. Na ja, gut, dass ich die Liste jetzt nicht habe. Die Liste der Anträge, die wir bereits identifiziert haben und stellen wollen. Also das sind 7 oder 8 Stück, sagte der Robert. Ja gut, das hängt damit zusammen, dass manche Anträge, die Haushaltsänderungsanträge, den Sachantrag darstellen und andere wiederum den Gegenfinanzierungsteil beinhalten. Dadurch werden es auch schon mal gegenüber 4, 5, die wir haben, 7, 8. So sieht das aus. Also ich habe die Liste jetzt nicht vorliegen. Die hat der Robert auch notiert, welche das sind, welche wir auch letzten Donnerstag beispielsweise gesagt haben, dass es sein müssen. Und notwendigerweise zu unseren Schwerpunkten wie Inklusion, ÖPNV und was war das andere? Infrastruktur. Die passenden Anträge zu, auf jeden Fall. Ja. Danke, Dietmar. Ich habe als Nächsten den Michel, dann die Moni. Ja, unter dem Patch stehen ja die Anträge der FDP. Ich bin gestern noch mal ins Redmine gegangen. Die stehen alle im Redmine im Moment. Ja. Und habe überall die Beschlussempfehlung übertragen, wie wir sie abgestimmt hatten an dem Montag vor der HFA-Sitzung. Welche davon jetzt ins Plenum kommen, das kann uns entweder die Moni sagen oder die FDP morgen, je nachdem, was die dann einbringen, werden hoffentlich eine Menge dieser Änderungsanträge wegfallen, weil das waren ja irgendwie 70 Stück oder so, die möchte ich jetzt nicht einzeln abstimmen. Danke, Michel, dann die Moni, dann der Dietmar. Ich möchte die übernehmen. Ja, da sage ich mal, alle unsere Änderungsanträge im HFA abgestimmt wurden und es im Grunde nur noch darum geht, nochmal das zu unterstreichen, was wir an Prioritäten auch in der Rede nochmal setzen, würde ich jetzt einfach bitten, dass der Michel und der Dietmar sich diese Liste von uns nochmal angucken und dann entscheiden, für welche Anträge wir da nochmal die Hand heben. Das fände ich von unseren. Ja? So, ne? Also dass wir das jetzt, ne, dem Michel und dem Dietmar überlassen, welche wir da nochmal abstimmen lassen. Das stelle ich jetzt mal so als Antrag. Schicken wir dir gleich eine Liste. Gut, dann würde ich jetzt zu dem Antrag erst den Widerstand abfragen. Björn, hast du noch Rückfragen dazu, zu diesem Antrag, zu dieser Vorgehensweise? Genau? Nö, dazu nicht. Dann der Nico erst. Ja, danke. Nur noch mal zum Verständnis. Ich hatte mal im Ohr, dass wir gesagt haben, wir gehen mit allen rein, falls es, weil das medial bei der Berichterstattung vielleicht günstiger ist. Nun, jetzt scheint sich das Vorgehen ja geändert zu haben. Vielleicht habe ich was nicht mitbekommen. Nur mal zur Erklärung. Das passiert mir sonst immer nur. Moni, bitte. Also es ist in der PGF-Runde kurz darüber gesprochen worden, über die Abstimmung der Anträge und sowohl die von der CDU und von der FDP. Es ist halt gesagt worden, dass man auch nur ausgewählte Anträge ins Plenum bringt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das dann auch entsprechend tun können. Danke. Gut. Und dann würde ich jetzt den Antrag auch so interpretieren, dass ich jetzt den Widerstand dazu abfrage, das so zu handhaben. Ja, sicher. Ist das jedem klar? Habe ich das richtig formuliert?
Ich sage es nochmal. Es geht jetzt darum, dass wir unsere ursprüngliche Entscheidung, alle Anträge nochmal einzubringen, dahingehend ändern, dass wir nur ausgewählte Anträge einbringen. Habe ich das richtig verstanden? Dass Michel und Dietmar beauftragt werden, die Auswahl. Und dass Michel und Dietmar beauftragt werden, das zu tun. Den Anträgen. Und der Dietmar will dazu noch kurz was sagen. Nur keine, kurz. Keine Block 1-Rede, sondern wir hatten ja angesichts der noch bestehenden Unsicherheit, was nun morgen tatsächlich passiert, wir wissen es ja nicht exakt. Es kann ja durchaus sein, dass die FDP 50 Anträge und die auch nochmal geändert gegenüber denen von letzter Woche einreicht. Das ist ja alles denkbar und möglich. Dass wir uns vor der Plenarsitzung, ich denke mal, dass wir nicht eine Stunde brauchen, aber vielleicht eine halbe Stunde vorher hier treffen, wenn das... So waren wir, glaube ich, doch verblieben. Also zumindest letzten Donnerstag war es so. Gehen wir ins Theater oder was? Neun? Halb neun? Halb zehn? Ja, Leute, halb zehn, denke ich, wird reichen, weil wir werden das ja fast vorbereitet haben. Es ist ja auch vorbereitet soweit, auch in Redmine, wie Michel eben gesagt hat, die Anträge, auch die Empfehlungen, wo die werden sowieso nicht alle abgestimmt. Die werden nicht 70 Anträge abstimmen da von der FDP oder was. Also das kann ich mir noch nicht vorstellen. Bitte? CDU hat auch ihre 102. Ja gut, CDU auch. Also dann haben wir 3 Tage Abstimmung im Plenum. Glaube ich auch nicht. Genau. Der Nico ist noch als nächster dran. Er hat noch eine Rückfrage. Ja, falls es sich nicht so verhält wie jetzt angekündigt, dass sie nur ein paar Stellen, sondern tatsächlich mit der ganzen Reihe dann kommen. Hätten wir aber noch die Möglichkeit, kurzfristig abzurühren, okay, dann kippen wir unseren auch ein. Und dann würden wir das auch so machen. Okay. Gut. Dann würde ich jetzt endgültig dazu kommen, den Widerstand dazu abzufragen, ob wir so vorgehen wollen. Ist jetzt jedem klar, wie die Vorgehensweise geplant ist? Nein, der Text steht ab Zeile 118. Okay. Musst du gucken. Lässt sich wirklich trollen. Doch, ich lasse mich immer gerne trollen. Gut, gibt es Widerstand dazu, so vorzugehen wie vorgeschlagen? Wie trollt man Trolle, ist die Frage. Ich sehe keine Widerstände. Moment, Kai, Entschuldigung. Ich bin da. Du bist da. Ob du da bist oder nicht, ist jetzt nicht der Widerstand zu dieser Vorgehensweise, Kai. Wir können das gerne so machen. Ja, aber das war jetzt gerade gar nicht meine Frage an der Stelle. Bitte? Ja. Du musst noch abfragen, wer da ist. Nee, ich frage dich ab, wer da ist, habe ich keinen Antrag zu, du Troll. Guck dir bitte South Park an. Der mit dem Kapuzenpulli geht jedes Mal drauf. Ey, lass Kenny da raus. Ja. Richtig. You killed Kenny. Ihr seid alle so doof. Gut, keine Widerstände, das ist schön. Dann sind wir mit dem Plenarpad fast durch. Ich habe allerdings noch eine Rückfrage zu Zeile 622. Ah, Dietmar. Dann erst Dietmar natürlich. Selbstverständlich, nur kurz. Ja, wir haben die Notwendigkeit identifiziert, einen Änderungsantrag zu unserem eigenen Antrag zu machen, und zwar dem Antrag auf Landesförderung von Atomkraftwerken. Da ist eine technische Änderung quasi notwendig, um die Sache auch schlüssig zu machen. Ich lese einmal den Satz vor, um den es geht, und dann lese ich die Änderung vor, und da es sich um einen Änderungsantrag zu unserem eigenen Antrag handelt, ja, das ist ein Wort, es geht um 3 Worte. Bitte? Ja. Mhm. Neudruck? Ach, können wir Neudruck machen? Müssen wir keinen Änderungsantrag machen? Ist eine redaktionelle Änderung, das ist schön, macht das bitte. Es werden 3, es geht um eine Unklarheit. 3 Worte und eine Jahreszahl eingeführt. Es geht um eine Unklarheit, wir wissen nicht so ganz genau, ob die Verpflichtungsermächtigung von 2013 noch gilt oder nicht, und da müssen wir uns halt absichern. Das ist nur eine redaktionelle Änderung. Gut, dann machen wir einen Neudruck. Dann okay. Dankeschön. Das ist viel schöner. Ja, fein. Gut, dann haben wir das geklärt. Danke. Ich habe dann an der Stelle noch eine Rückfrage. In Zeile 622 findet sich der Haushaltsänderungsantrag 43 aus dem EP06. Da gibt es 2 verschiedene Abstimmungsempfehlungen. Guck ins Redmine. Klick mal auf den Link und dann sage ich dir das. Nee. Sure. Ich erkläre das kurz. Ich hatte ja rumgeschrieben, dass das Pad fertig ist, und Hilmer hatte die Sachen schon eingetragen für seinen Bereich, die da fertig waren, und Katrin hatte eingetragen, und danach hat Michelle die Abstimmung ins Redmine gekippt. Jetzt hatte Hilmer gesagt, Enthaltung, das HFA-Team sagt dagegen. Ich möchte nur eine eindeutige Aussage, weil sonst kann ich es ja im Redmine nicht eintragen oder ändern. Das ist schön, dass der Michel das machen kann. Da erinnere ich mich jetzt tatsächlich dran. Ich erinnere mich an vieles von diesem Morgen nicht mehr, aber an das tatsächlich.
Wir hatten in der Runde vor der HFA-Sitzung besprochen, dass der Antrag zwar ganz hübsch ist, aber sich eben nur auf die Kölner Musikhochschule bezieht und dass wir deswegen den Antrag ablehnen sollten. Würde man den Antrag breiter fassen und es ginge um tatsächlich mehr Hochschulen und mehr Förderung, dann wäre der Antrag toll. Das war die Begründung. Dass ihr immer diese Lex Cologne ablehnen müsst. Gut. Weitere Nachfragen zum Plenar-Pad? Sehe ich nicht. Moni, du noch abschließend? Sehr schön. Dann können wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, theoretisch. Aber der Michel hatte eben eingewandt, dass bei meinem Abschluss zum Tagesordnungspunkt Nummer 3 Umlaufbeschlüsse es noch Unklarheiten gab. Deshalb würde ich da gerne nochmal zurückkommen. Dietmar. Ich verstehe nicht, was hier steht. Ist das Problem? Ja, ihr hattet. Ach so, ja, ja, weil ich. Es gab ja den Antrag zum Effizienzteam, den wir mitstellen als Fraktion. Und ich war ehrlich gesagt etwas irritiert über das Dagegen, weil. Ich persönlich sehe keinen Grund, der dagegen sprechen würde, diesen Antrag mitzustellen, weil er einfach Oppositionsrechte will und Transparenz will und Minderheitenrechte will. Und deswegen hatte ich gefragt, warum man dagegen ist. Und es gab nur einen, der dagegen war, und das war Toso. Und das würde ich gerne aufgeklärt wissen. Ja. Mir ging es jetzt aber eigentlich darum, wir hatten abgestimmt, dass wir diesen Tagesordnungspunkt verlassen. Also sind wir da gar nicht jetzt. 15-Minuten-Regel. Und meine Abfrage war jetzt, was habe ich mich da irgendwie doof ausgedrückt? Weil wir hatten darüber abgestimmt. Können wir darüber abstimmen? Wir können auch, ja, es ist mir völlig wurscht. Also ich bin da sehr leidenschaftslos. Wir können ja auch ein Rechtfertigungslimo machen, wer sich enthalten hat, wer sich nicht gemeldet hat. Ist mir auch völlig egal, machen wir alles. Das war aber das, wo es eigentlich drum ging. Jetzt. Michel. Ja, mir ging es nur darum, dass wir natürlich in der hitzigen Diskussion zur Schuldenbremse waren. Ich hatte das Gefühl, das kann nur jeder für sich bestätigen, dass die Abstimmung, sollen wir diesen Tagesordnungspunkt verlassen, eine Abstimmung darüber war, ob wir weiter über dieses Schuldenbremsen-Ding reden und nicht darüber, ob wir den Tagesordnungspunkt verlassen, Umlaufbeschlüsse, und da unten etwas stand, was nicht einfach nur ein Umlaufbeschluss war, sondern da auch noch Text war und anscheinend eine Nachfrage war, wollte ich darum bitten, dass wir diesen Punkt eventuell nochmal aufmachen, damit der Dietmar die Chance hat, so eine Frage zu stellen, die ja jeder jetzt beantworten kann, wie er will. Aber mir ging es nur darum, wenn wir den Tagesordnungspunkt verlassen, weil wir in so einer hitzigen Diskussion sind und eben nicht die anderen Punkte eben nicht mehr im Blickfeld sind, dass wir das nicht einfach irgendwie übergehen. Hätte ja auch was Wichtiges sein können. Gut, dann würde ich dazu erneut den Widerstand abfragen, ob wir diesen Punkt nochmal neu aufmachen. Ich versuche jetzt... Tagesordnungspunkt 2. 3. 3. 3, Entschuldigung. Drei. Also ich interpretiere jetzt daraus, dass ihr gerne den Tagesordnungspunkt 3 mit dem einzigen Inhalt... ich ziehe das auch wieder zurück. ...mit dem Umlaufbeschluss, der noch nicht eindeutig abgestimmt war, nochmal aufzumachen... da das eine Änderung der Tagesordnung ist und wir eigentlich schon darüber abgestimmt haben, würde ich da jetzt nochmal drüber abstimmen wollen. Gibt es also Widerstand dazu, nochmal zum Tagesordnungspunkt 3 zurückzukehren? Dann bitte ich jetzt ums Handzeichen. Ja, wir fragen jetzt wieder Widerstand ab. Ihr kennt das. 1, 2, 3. Oh, danke. Ich finde das immer total super. Nein, eine nur. 14 sehe ich. Björn, stimmte das? 14? Ich habe 13 gezählt, aber ist egal. Jetzt sind es 14. Ja. Gut, da es da Widerstände gibt, frage ich noch mal einmal den Widerstand gegen die Nulllösung ab. Die Nulllösung wäre jetzt in der Tagesordnung fortzufahren, wie ursprünglich gedacht. Dann diskutieren jedes Mal darüber. China. Ja, ich frage, würde jetzt nur den Widerstand gegen die Nulllösung? Wenn davon nur 14 aufzeigen, 14 Widerstände, dann ist dieser Widerstand nicht ausreichend. Na,
Bei einem Widerstand wird abgestimmt, lieber schon bei einem wird die Nulllösung abgestimmt. Bei einem einzigen abgestimmt. Wird die Nulllösung abgestimmt. Also das war, hatte ich jedenfalls so mitgenommen. Stimmt ihr schon ab oder wollt ihr euch... Okay, dann frage ich jetzt den Widerstand... Ich auf die Nulllösung, ist auch ein geiler Satz. Dann frage ich jetzt den Widerstand ab... Dagegen weiterzumachen. Gegen weiterzumachen in der ganz normalen Tagesordnung. Bei Punkt 5. Bei Punkt 5, genau. Frank, 1, 2, 3, 4. Du müsstest jetzt beide Hände hochheben, Dietmar. Danke. Also Frank hatte ich schon mit 2, 4. Das sind 6 zu 14 oder 13, ist auch völlig wurscht an der Stelle. Dann würden wir jetzt mit Tagesordnungspunkt 5 weitermachen. Das ist... Der Teil zur Nichtöffentlichkeit, da wir jetzt sowieso 4 Minuten vor der Pause sind, würde ich an der Stelle vorschlagen, dass wir jetzt Pause machen, um 11:45 mit der Fraktionssitzung nicht öffentlich weitermachen. Pünktlich wäre toll. Wie viel Zeit haben wir da gesagt vorhin? Wir haben nicht gesagt, wie viel Zeit das braucht. Das bringt eh nichts, ne? Ich lasse mich da auch nicht mehr zu... Sag bitte die magischen Worte. Nur die kurz. Die Sitzung ist unterbrochen. Genau, die Sitzung ist unterbrochen. Lieber Stream, wir werden twittern, sobald das wieder öffentlich ist, für alle MDL. Um 11:45 geht es bitte weiter. Auch du darfst twittern. Quatsch, über den Entschließungsantrag. Der Entschließungsantrag ist euch allen per Mail zugegangen. Zusammenfassung war, Daniel, einmal... Es geht darum, dass wir unsere Position darlegen wollen, warum wir uns diesem gemeinsamen Antrag aller anderen nicht anschließen, nämlich dass wir grundsätzlich ja schon sehen, dass das mit dem Meisterbrief so schlecht nicht ist in Einzelfällen, aber dass wir für Evolution offen sind und dass das Ganze eben auch eine europäische Komponente hat. Nur, dass wir das klarstellen, dass Sie eben nicht sagen können, oh, ihr seid ja gegen den Meisterbrief generell. Danke, Daniel. Gibt es dazu noch Wortbeiträge, sonst würde ich da direkt den Widerstand abfragen. Gibt es Widerstand, diesen Antrag so ins Plenum einzubringen? Sehe ich nicht, dann sehe ich den so als beschlossen an. Dankeschön. Auch an den Linus für die schnelle Arbeit, glaube ich mal einfach. Dann geht es um jetzt im nächsten Tagesordnungspunkt, der ursprünglich 11 war, jetzt neu Tagesordnungspunkt 7, Einstellen von Dokumenten auf dem Leaks-Account. Da geht es um die Dokumente, die uns zugegangen sind, die auch die Bundespartei schon veröffentlicht hat, zum Thema Pornoabmahnung, das böse Wort. Ich möchte die Rede halten. Der Michel möchte die Rede halten, die es dazu nicht gibt, das ist ganz schön. Gibt es Widerstände dazu, diese Daten, wie bis jetzt auch schon die Afghanistan-Dokumente beispielsweise, auf unserem extra dafür eingerichteten Leaks-Account auf der Webseite einzustellen und zu veröffentlichen? Gibt es keine Widerstände zu? Das ist schön. Ingo, vielen Dank, dass das so kurzfristig auch gestern geklappt hat. Vielen Dank auch an den Wutze natürlich, dass das alles so schön geklappt hat. Damit können wir auch diese Daten öffentlich freischalten. Vielen Dank. Ist das nicht schon seit gestern? Dann kommen wir jetzt zum alten Tagesordnungspunkt 6, neuer Tagesordnungspunkt 8, IT, Amtsausstattung ab 2015. Heißt eigentlich Mandatsausstattung, nicht Amtsausstattung. Egal. Egal. Da sagt uns der Lukas bestimmt kurz was zu. Ja, ich weiß. Los, Feuerwehrmann. IT, Amtsausstattung. Sonst, nur kurz, was beschlossen worden ist. Ich kann. Oder der Daniel, dann los. Ich glaube, aus der IT-Runde heraus, haben wir uns ja darüber unterhalten. Aktuell hat sogar die Presse das aufgenommen. Nein, also. Oberflächlich aufgenommen, aber schönen Gruß an die Bild-Zeitung. Ja, kein Problem soweit. Also wir haben im Ältestenrat halt eben entschlossen oder einen Beschluss gefasst. Der Ältestenrat hat einen Beschluss gefasst. Also es gab letzten Endes gab es ja drei Optionen, darüber hatten wir uns schon mal unterhalten. Im Prinzip eine Option, die ähnlich dem ist, wie es bislang läuft. Also zwei IT-Amtsausstattungen gibt es. Eine kleine Veränderung, es gibt halt künftig auch die Möglichkeit,
dann halt wie heißt das hier, Tablet zu bekommen. Ne? Also als dritte Amtsausstattung ist dann quasi Tablet oder nochmal ein Notebook möglich. Die beiden Alternativen, die es gab, waren jeweils Budgetlösungen. Einmal reduziert sozusagen auf zwei feste IT-Amtsausstattungen mit ein bisschen Budget, ne? Also wo ich als Abgeordneter frei wählen kann. Oder halt die dritte Variante war dann eben ein etwas größeres Budget und halt nur eine feste IT-Amtsausstattung. Unser Wunsch war halt eben, die möglichst flexibelste Lösung halt tatsächlich zu bekommen, also die dritte Variante, haben aber auch von vornherein signalisiert, dass auch die zweite Variante, also mit dem kleineren Budget, für uns eigentlich möglich wäre. Aber wir haben ja eben schon festgestellt, Approval Voting ist nicht für jeden was. Die anderen sehen das alle halt tatsächlich völlig anders. Es gab halt einen Beschluss dann gegen unsere Stimmen, also gegen die Stimmen aus der Piratenfraktion, dass weiterhin, also diese erste Lösung halt fortgeführt wird. Da gibt es ein paar Modifikationen. Der Zeitraum sind künftig nur noch 4 Jahre. Das Tablet wird auch alle 2 Jahre ausgetauscht, liebe Presse. Das sind alles Dinge, die man dann auch aufgreifen kann. Unsere Budgetlösung war dann halt eben tatsächlich nicht gewünscht. Meine Wahrnehmung ist die, dass hier die anderen Fraktionen da Angst haben, diesen Weg einfach zu gehen, weil das sicherlich auch eine Diskussion geben würde, weil da halt eben Geldbeträge in Form eines Budgets zur Verfügung gestellt werden. Ja, kann man so denken, zeigt nur leider, dass halt eben leider kein Verständnis dafür da ist, dass es hier Abgeordnete, und zwar nicht nur bei den Piraten gibt, sondern eben auch in den anderen Fraktionen, die einfach eine andere Arbeitsorganisation haben und nicht den ganzen Tag mit Schubkarren voll Papier hier durch die Gegend fahren, sondern eben sich elektronisch organisieren und das halt eben möglichst flexibel machen wollen. Ja, wie gesagt, also mit alle anderen waren dann eben für Variante 1. Unsere Stimmen zählen dann in dem Fall sozusagen nicht. Und damit ist das halt erstmal für uns vom Tisch. Dankeschön. Kai? Ja, Daniel, du hast gesagt, die anderen wollen das nicht. Das habe ich aus der IT-Runde nicht so in Erinnerung. Ich glaube also tatsächlich auch, dass es da in den anderen Fraktionen auch Leute gibt, die das auch gerne anders gehabt hätten. Ja, habe ich ja gesagt. Durchaus. Aber der Punkt ist ja, letztendlich ist es auch Teil der Behinderung unserer Arbeit hier, wie da agiert wird, wie dann entschieden wird, dass wir so weitermachen wie bisher. Wir haben in der IT-Runde ganz am Anfang, als wir so ein bisschen auf Konfrontation gegangen sind, so diesen Drops hingeworfen bekommen, dass wir über Bring Your Own Device reden. Das war irgendwie von der Verwaltung ganz am Anfang in Aussicht gestellt worden. Und in der IT-Runde bekommt man dann zum Schluss den Eindruck, dass es eben die Verwaltung ist, die hier diese Politik betreibt und gar nicht mehr so sehr die Parteien. Das ging über ein sehr flexibles Modell, das alle Möglichkeiten offen ließ, dann dahinter dazu zu einer Beschlussvorlage, die das Modell gar nicht mehr drin hatte, so dass für mich der Eindruck entstanden ist, das ist gar nicht letztendlich von den Parteien entschieden worden, sondern von der Verwaltung. Danke, Kai. Olaf, bitte. Ja, ich hätte jetzt eigentlich auch ein Interesse, und zwar, wo ist eigentlich diese Lösung geblieben, es flexibel zu handhaben? Also jeder, der will, kriegt da weiterhin drei. Die hatte ich jetzt gerade nicht mehr als vorgeschlagen. Doch, bring your own device. Daniel, zur Erlaubnis. Also Daniel hat 3 Entschuldigungen. Genau, ich greife einfach kurz ein, Olaf. Der Vorschlag stand im Ältestenrat nicht zur Debatte. Also aus der Arbeitsgruppe, wie heißt es hier, Information und Kommunikation, sind nur diese 3 Alternativen im Prinzip übermittelt worden. Nee, der hat es nicht mal in den Ältestenrat geschafft. Ja, dann los. Nochmal zur Klarstellung. Aus der IUK-Gruppe ging ganz klar raus die Beschlussempfehlung halt eben für so eine Mischlösung, ja, mit der alle Fraktionen hätten leben können. Und es gab Fraktionen, denen war es eher egal, es gab Fraktionen, die wollten auch eben so eine Mischlösung. Wir waren halt die einzigen Extremisten, die dann entsprechend eine Vollbudgetlösung haben wollten. Ja, was soll ich dazu sagen? Das hilft alles nicht. Hilft nichts, weitermachen. Kai. Ich stelle mir momentan noch die Frage, wie darauf angemessen zu reagieren ist.
Auf den Tisch scheißen ist jetzt nicht so die Methode YOLO. Meiner Wahl an der Stelle. YOLO. Was ich aber interessant fände, ist zu sagen, okay, wir haben uns jetzt gegen das Budgetmodell entschieden, aber wir sollten zumindest in einer rot-grünen Regierung auch es hinbekommen, dass wir über eine Budgetlösung reden bei den Druckkosten. Wir sollten tatsächlich den Antrag stellen an diese Gruppe, die Druckelemente aus dem Modell rauszunehmen und zu sagen, da wollen wir eine Budgetlösung. Wir wollen, dass hier kein übermäßig Druckmaterial verballert wird, auch um an der Stelle einfach mal ein Zeichen zu setzen und zu sagen, nee, also okay, wenn ihr das so nicht wollt, aber wir wollen zumindest die Druckkosten hier im Landtag vermindern. Björn. Es ist letztes Jahr ungefähr im September ein Schreiben rumgegangen von Seiten der Verwaltung, dass jeder Abgeordnete gedruckte Dinge einfach abbestellen kann und sie dann nicht mehr bekommt. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Alles hat gut. Er meint insgesamt, dass gedruckt wird oder Tonerkartuschen und so weiter. Ist nicht schlimm. Okay, um das eben klarzustellen, das sind zwei unterschiedliche Vorgänge. Du kannst natürlich alles gedruckt bekommen, aber es geht um die Vorgänge, wo du selber druckst. Es geht nicht darum, um die Druckerei des Landtags, sondern es geht um die Dinge, die du selber druckst. Du kriegst die Druckerkartuschen und du kriegst das Papier. Und da würde ich gerne die Druckkosten senken. Daniel, los. Papier nicht. Ja, alles richtig auf jeden Fall, Kai. Ich fürchte, das gibt halt auch... Da gibt es wahrscheinlich dann auch Fraktionen, die das irgendwie halt problematisch sehen. Ist mir aber auch egal. Ich wollte der Vollständigkeit halber halt nur noch sagen, weil Kai ja auch gerade fragte, wie angemessen darauf zu reagieren sei, inwieweit wir halt eben oder was wir IT-technisch oder sonst wie machen können und wollen, nehmen wir weiterhin halt eben in unsere IT-Arbeitsgruppe der Fraktionen. Also wer sich da in irgendeiner Form konstruktiv einbringen möchte, hat quasi an der Stelle Lukas den Hut auf, um da irgendwie auch Input oder sowas entgegenzunehmen, der natürlich da auch tatsächlich gewünscht ist. Wir sind am Ball. Hast du unsere Getuschel gehört? Hm? Alles drauf, ne, Jaroslav, das ist gut. Das Getuschel vorher auch, das wäre total toll. Ja, das wäre toll. Gut, danke Daniel. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Tagesordnungspunkt? Eine Beschlussfassung ist hier nicht vorgesehen, ist ein reiner Bericht. Wenn es jetzt keine Wortmeldung mehr gibt, würde ich zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Allerdings würde ich vorher noch einwerfen, dass wir eigentlich noch mit dem Ingo eine Videogeschichte machen wollten. Meine Frage, wollen wir das jetzt zwischendurch machen oder wollen wir versuchen, die nächsten Tagesordnungspunkte durchzuhoppeln? Weiter. Ist gut. Nur noch einer mit Beschluss. Ist nur noch einer mit Beschluss. Dann Tagesordnungspunkt 7, okay. Abzeile 158. Daniel, bitte, kurze Info. Ja, nur kurze Info hatte ich auch schon per Mail rumgeschickt. Die Caro Mahn-Gausewig wird uns am 6. Januar besuchen. Das ist der Montag nach dem Bundesparteitag. Ich habe das einfach mal so gemacht oder zugesagt, dass wir das so machen können, ohne das im Vorfeld jetzt tatsächlich mit euch irgendwie zu besprechen. Das hat eben den Vorteil, dass Caro halt gerade hier in der Ecke ist zu diesem Zeitpunkt. Es ist etwas blöd, es sind halt noch Schulferien und Birgit hat ja zu Recht auch angemerkt, dass wir uns eigentlich mal entschieden hatten, da keine offiziellen Treffen zu machen. Es ist auch keine offizielle Fraktionssitzung, es ist ein Treffen, es ist ein optionales Angebot. Wer kommen mag, kann gerne dabei sein und ich würde mich halt freuen, wenn möglichst viele von uns dann da entsprechend vor Ort sind. Ja? Ein kleiner Knackpunkt waren eben noch die Arbeitskreise. Der Arbeitskreis 1 ist hinfällig an dem Tag, aber da war, glaube ich, irgendwas noch, was sich möglicherweise überschneiden würde, was den Raum angeht. Wir haben allerdings auf jeden Fall auch hier gegenüber schon den Raum zusätzlich gebucht. Also wir kriegen das auf jeden Fall irgendwie hin, dass wir hier gemeinsam tagen können. Ja. Dankeschön. Dazu gibt es keine Rückfragen, wie ich sehe. Kommen wir jetzt zur Fraktionskasse. Moni, bitte. Ja, wir haben da ja schon mehrfach mal drüber gesprochen, ob wir sowas wie eine Fraktionskasse machen. Mitarbeiter wollen wohl auch am Donnerstagabend hier noch so ein bisschen weihnachtlich zusammensitzen, dass wir für solche Gelegenheiten, wie es die anderen Fraktionen auch tun, vielleicht 10 € im Monat einsammeln, dass wir bei solchen Gelegenheiten halt irgendwie so ein bisschen Geld im Rücken haben, um... hier mal irgendwas zu machen. Also ich weiß, die anderen Fraktionen machen zum Beispiel während der langen Haushaltsdebatte im Fraktionssaal so ein bisschen Essen und Trinken.
wo man sich zurückziehen kann und sich was holen kann. Also ich fände das gut, wenn wir, wenn wir sowas hätten. Und ich glaube, so 10 Euro ist ja irgendwie nichts, kein Betrag, den man nicht aufbringen kann. Ich würde das halt oben bei Britta im Büro verwalten lassen, aber dass wir zum Beispiel so einen Beschluss fassen könnten, jetzt Donnerstagabend hier dafür zu sorgen, dass bestimmte Sachen da sind, dass man sich hier noch eine Stunde hinsetzen kann für solche Gelegenheiten, fände ich das eine gute Idee. Das Geld kann abgegeben werden, den dann warum? Der Mieter und dann los geht's. Im PGF-Büro. Entscheide dich mal, Björn. Drin stand und in der Vorstandssitzung gesagt wurde, PGF-Büro, gesagt hast du jetzt gerade bei Britta. Wer sammelt ein? Aber okay. Wird das im PGF-Büro. Okay, danke. Danke. So lange brauche ich, glaube ich, nicht. Ich habe nichts gegen die Idee. Ich weiß nur nicht, ob wir dafür jetzt einen Fraktionsbeschluss brauchen, weil es ja offensichtlich außerhalb. Das war nur als Info gedacht. Kein Beschluss. Okay. Ja, also das werden wir natürlich öffentlich machen. Da ging es darum, dass in der letzten PGF-Runde ein Vorschlag eingebracht wurde, wie man vielleicht die zweite Lesung anders verteilen können, straffen können. Das ist da andiskutiert worden. Es ist in die Fraktion gegeben worden mit der Bitte, sich das anzugucken, Gegenvorschläge zu machen, zu gucken, was wir uns vorstellen können. Der Zeitpunkt ist deshalb gewählt worden, weil jetzt die Erinnerung an diesen sehr langen Tag wahrscheinlich noch präsenter ist, wie wenn wir im September darüber reden, wo alle sagen, ach, das ist für uns kein Problem. Es ist einzig und allein ein Vorschlag. Die anderen Fraktionen nehmen ihn auch jetzt mit in die Fraktionssitzung. Und ich vermute, dass er auch nicht im Januar schon wieder aufgerufen wird, weil die Zeit zu kurz ist. Ich denke, dass wir vielleicht im Februar darüber reden. Und mein Vorschlag wäre auch an dieser Stelle, eine Gruppe von Leuten zusammenzustellen, die da Interesse dran haben, sich das anzuschauen, dass die einen Vorschlag entwickeln hier für die Fraktionssitzung und dass wir den dann, ich sag mal, Anfang Februar vielleicht hier in der Fraktionssitzung besprechen und dann dementsprechend gucken, was für einen Vorschlag wir haben. So. Gut, dass dein Mikro aus war. Mein Mikro ist an jetzt. Ja, du hast jetzt. Das so angemacht. Richtig. Gut, gibt es weitere Fragen zu diesem Tagesordnungspunkt? Eine Beschlussfassung ist hier auch nicht vorgesehen, deshalb können wir direkt zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Daniel, bitte. Tagesordnungspunkt 12, ein Antrag, den ich aus einer Mailingliste gepoolt habe. Ja, los. Ja, da bin ich gut drauf vorbereitet. Das dachte ich. Ich habe mir da einen kleinen Redetext zu einfallen lassen. Ich muss nur mein Manuskript suchen. Keine Ahnung. Also ich habe ja eine Mail geschickt, Toso. Die subtile Kritik daran habe ich auch verstanden. Ich habe das halt in einer Mailingliste versteckt. Aber das war halt ein Testballon, um zu gucken, ob du das erkennst. Hat nicht geklappt. Hat funktioniert. Schön, wenn ich fände es jetzt super, wenn jetzt zum Beispiel da die Anträge stehen würden. Ich will da gar nicht großartig drüber diskutieren. Ich hatte in der Mail gesagt, ich habe keine Lust mehr, eben über Robert Stein hier in der Fraktion großartig zu diskutieren. Ich habe keine Lust, jedes Mal die Frage zu stellen, da gehen wir jetzt mit auf den Antrag drauf, jetzt steht da schon Robert oder unser Antrag, darf da Robert mitspielen und so weiter und so fort. Ich würde dann gerne halt eben eine
eine Grundsatzentscheidung herbeiführen. Willst du deine Anträge nochmal vorlesen? Ja, wenn du die da reinpackst, kann ich... Ach, hast du das da? Soll ich es da reinkopieren? Ja, das ist total toll. Also ich hatte drei Vorschläge gemacht und irgendjemand, Kai. TM, hat noch einen vierten gemacht, glaube ich. Kai war das, ja. Play. Da ist es schon. Guck mal, erster Vorschlag war, die Fraktion beschließt, dass wir keine Anträge unterzeichnen, auf denen Robert Stein steht als Antragsteller. Zweitens, die Fraktion beschließt, dass wir in jedem Einzelfall einen Fraktionsbeschluss herbeiführen, ob wir einen Antrag mitstellen, sofern Robert Stein auf einem Antrag als Mitantragsteller steht. Das gefällt mir von der Formulierung total toll. Drittens, die Fraktion beschließt, dass es scheißegal ist, wer oben im Kopf als Antragsteller steht und entscheidet nach Sachlage. Viertens, die Fraktion beschließt, dass sie auf ihren Anträgen keinen Robert Stein als Mitantragsteller zulässt. Ich bin für Nummer 3. Dankeschön. Herr Düngel, ich möchte Sie hiermit rügen. Das Wort scheißegal ist unparlamentarisch. Oh. Nein, aber ist gut. War eigentlich schon mal jemand zweimal Verlierer des Tages? Ja, Michel. Ja, werde ich bald wieder werden. Weitere... Ja, genau. Also wir haben jetzt quasi 4 konkurrierende Anträge hier. Gibt es weitere Anträge? Gibt es Ergänzungen? Gibt es Verständnisfragen zu den Anträgen? Ich möchte das erläutern. Der Kai möchte sich erläutern. Also in der letzten Diskussion um die Anträge gab es da aus meiner Sicht ein Missverständnis. Ich bin also ganz klar der Meinung, dass 3 und 4 nicht konkurrieren, sondern beide beschlossen werden können. Ich bin der Meinung, wenn Robert Stein auf unsere Anträge mit drauf will, kann er zurückkommen in die Fraktion und braucht dafür nicht auf unseren Anträgen irgendwie als Einzelparlamentarier stehen. Und das steckt dahinter. Punkt. 1 und 4 konkurrieren auch nicht. 1 und 4 konkurrieren auch nicht. 3 und 4 konkurrieren nicht, 1 und 4 konkurrieren auch nicht. Richtig. Da müssen wir. Das wir nicht, natürlich konkurrieren 3 und 4 schließen nicht aus. Okay. Nö, das wird schon zusammen. 3 und 4, ich rede von 3. Eben wurde gesagt, 3 und 4 ist nicht konkurrieren. Genau. Ich sehe 3 und 4 als konkurrierend, aber 1 und 4 nicht. Also. Wer möchte sich denn jetzt nochmal melden? Der Daniel möchte sich melden. Ich möchte vielleicht nochmal was erläutern. Also 4. Kai spricht ja hier von unseren ureigenen Anträgen, die wir also stellen, wo wir im Prinzip das Heft in der Hand haben und auch entscheiden können, ob da irgendjemand als Mitantragsteller drauf geht oder nicht. Kai möchte, dass Robert Stein in diesen Anträgen eben nicht als Mitantragsteller draufsteht. Anderer Sachverhalt, und der ist ja in den anderen Punkten dann eben auch mit inkludiert, ist halt eben der, wenn irgendwoher ein Antrag entsteht, wo dann plötzlich auch Robert drauf ist. So war es ja zuletzt, ich weiß gar nicht, was war das für ein Antrag? Ist ja auch scheißegal, irgendein Antrag halt. Die Breitbandnummer war das, genau, so CDU, FDP, Piraten und Robert dann letzten Endes, also die gesamte Opposition. So, und das sind halt unterschiedliche Sachverhalte. 4 bezieht sich nur auf eigene Anträge. Ja. Schon zu Ende? Ich überlege jetzt gerade noch, was die Konkurrenz angeht. Ja, 3 und 4 würde in der Tat, könnte man tatsächlich beide beschließen. Vermutlich würde ich 1 bis 3 konkurrierend abstimmen lassen und 4 nachher noch optional, falls es dann noch passt. Der Michel hat auch noch einen Verfahrensvorschlag. Und dann der Nico. Also mein Verfahrensvorschlag wäre, dass wir mit 3 beginnen, wenn das... Also ich denke, das Wort Sachlage, also ich habe eine Nachfrage und dann den Verfahrensvorschlag. Das Wort Sachlage meint in dem Moment den Antrag. Also es meint jetzt nicht Sachlage, wer steht schon auf dem Antrag oder so, sondern meint den Text des Antrags, wenn ich das richtig lese. Insgesamt, ja. Gut, dann wäre mein Vorschlag, dass wir erst über 3 jetzt abstimmen, weil wenn das schon abgestimmt ist, dann kann man den ganzen Rest wegschieben. Der ist dann egal, es sei denn, Kai sagt, die 4 soll dann auch nochmal abgestimmt werden, weil es ja um eigene Anträge geht, aber... im Grunde genommen 3 ist der weitestgehendste und dass man von dem dann so runterbricht, dass man jetzt nicht das in dieser Reihenfolge abstimmt, sondern vom weitestgehendsten einfach runtergeht. Der Nico, dann der Olaf. Also für mich schließen sich 3, sind 3 und 4 ein Stück weit eben konkurrierend, wobei ich jetzt die letzte Änderung hier hinten jetzt nicht erkennen kann, aber egal. So wie sie ursprünglich da standen, waren sie für mich ein Stück weit konkurrierend. Lass sie doch Nico bitte ausreden, das wäre toll. Und zu dem Argument von Kai, dass wir Robert Stein auf gar keinen Fall auf unsere Anträge drauflassen wollen, weil dann könnte ja der Fraktion wieder beitreten. Wir sind ansonsten immer bemüht darum, breite
Unterstützung für unsere eigenen Anträge zu generieren und freuen uns, wenn wir gemeinsame, fraktionsübergreifende Anträge hinkriegen, sei es mit Rot-Grün, sei es mit den anderen Oppositionsparteien, mit Schwarz-Gelb. Und das würde jetzt dann hier anders gehandhabt werden, weil wir da auf einmal nicht wollen, dass wir eine breitere Unterstützung für unsere Anträge kriegen. Und ich glaube nicht, dass wir das Problem damit haben, wenn Robert Stein auf unsere Anträge drauf geht, sondern er wird sich ja irgendwann fragen müssen, ob sein Schritt so besonders intelligent war. Und er wird doch in Erklärungsnot kommen, zu begründen, Moment mal, ich bin hier auf Anträgen der Piratenfraktion drauf. Macht das aus seiner Sicht dann Sinn? Also ich glaube nicht, dass wir das Problem haben, sondern mit dieser Vorgehensweise, sondern Robert wird ja irgendwann in Erklärungsnot kommen. Danke, Nico. Ich habe jetzt Olaf, Daniel, Michelle und Mitch. Ich komme hier mit den ganzen Abstimmungen irgendwie nicht so richtig klar. Also eins könnte man machen, ja. Man kann sich auf jeden Fall für die Zukunft die Sachen verbauen und kann sagen, wir hauen jetzt ganz klar eine feste Linie raus. Zwei ist immer der Fall. Das heißt, die Fraktion entscheidet gar nicht. Die Fraktion entscheidet nach Mehrheit. Das heißt, jeder entscheidet für sich alleine. Und ob ich entscheide, dass das Robert Stein ist, der da draufsteht und ich deswegen Nein sage, oder weil da ein Kommafehler drin ist, oder weil mir der Inhalt des Antrags nicht gefällt. Entschuldigung, Olaf, es ging nicht um dich jetzt. Ja, ja. Entscheidet jeder schließlich alleine. Von daher finde ich zwei auch jetzt nicht besonders, ja. Zumal, wie gesagt, es muss jeder Antrag eh immer noch mal alleine entschieden werden und nicht die Fraktion kann dann entscheiden, sondern das macht jeder Abgeordnete für sich alleine. Genauso ist es dann auch mit drei. Ja, es entscheidet jeder für sich alleine, wie er sich für den Fall, dass wir über einen Antrag entscheiden, und das müssen wir ja immer, warum er sich für irgendwas entscheidet. Und vier ist auch so eine Sache, damit bauen wir auch eine Sache für die Zukunft zu, können wir jetzt machen. Wäre noch die ich am ehesten zustimmen würde, weil derzeit habe ich auf jeden Fall das Gefühl, ich möchte ihn nicht auf einem Antrag haben, den wir gestellt haben. Bei allem anderen würde ich immer von der Sachlage, und damit meine ich auch, wer auf dem Antrag steht. Das hat auch unter Umständen was mit der Sachlage zu tun und auch wie mit dem Inhalt, weil ich hatte auch vorhin ganz klar gegen einen Antrag argumentiert, nicht weil ich ihn inhaltlich falsch finde, sondern weil ich nicht in diesem Zusammenhang mit der CDU genannt werden möchte. Also das heißt, Sachlage ist immer eine ganz, ganz komplizierte Sache. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wie absurd ich diese ganze Diskussion finde. Ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Im Moment ist, glaube ich, auch die Konzentration gerade nicht da. Könntest du die Uhr bitte anhalten, so lange? Das hat ja keinen Zweck. Ja. Und tschüss. So, dann versuche ich es jetzt nochmal. Ich finde die ganze Diskussion, die wir hier führen, ausgesprochen absurd. Wir versuchen hier irgendwie für alle Fälle mal wieder irgendwas herzustellen, irgendwelche Gesetze zu machen. Also eine absolute Überregulierung, die wir da wieder machen, die ich absolut zum Kotzen finde. Und prinzipiell sollte man doch bitte so handeln, dass die möglichen Optionen, die man sich offen lässt, möglichst groß ist. Insofern, ja, es ist scheißegal, genau davon, also Punkt 3 und alles andere ist Kackscheiße, sorry. Ja, ich kann nur noch mal sagen, lass uns über drei abstimmen zunächst, das ist der weitestgehendste Antrag, und lass uns dann, wenn das so gewünscht ist, und ich bitte darum, dann das nicht nur so in der Diskussion zu sagen, sondern das einfach dahin zu schreiben. Wenn sich die ersten drei Anträge auf Anträge beziehen, die nicht von uns sind, dann sollte das bitte dabei stehen. Wenn sich das auf beides bezieht, also auf Anträge von uns und nicht von uns, sollte es dabei stehen. Will man das trennen, sollte es getrennt werden und so weiter. Ich finde, die Vorbereitung dieses Antrags ist suboptimal. Ist das jetzt Kritik an mich, oder was? Nein, das ist jetzt Kritik an mich. An mich.
Kritik an dich gerichtet. Ja. Auch. Jetzt hauen die sich. Ich muss gleich komisch gucken hier. Herr Ullenberg. Kritik am Dativ. Also, ich finde, dass das. Ich finde, dass es einfach unglücklich vorbereitet, dass wir jetzt quasi den nächsten Alternativantrag da stehen haben und dann wird der nächste und der nächste kommen und wir hatten schon des häufigeren so eine Situation, dass wir dann auch nicht mehr wussten, was ist jetzt konkurrierend und was nicht und dann gehen die Meinungen auseinander. Lass uns bitte in eine Abstimmung kommen. Ich habe das Gefühl, dass die meisten sich hier ihre Meinung zu dem Thema gebildet haben. Lass uns einfach abstimmen, wie wir uns dazu verhalten. Nächster dran, der Daniel, los geht's. Du warst doch noch dazwischen. Ich bin völlig irritiert, eigentlich stand da gerade der Tose noch da. Ich ziehe die Anträge 1 und 2 zurück und möchte nur 3 abstimmen lassen. Und ansonsten hat der Daniel gerade ganz viel Passendes dazu gesagt. Und der Tannenbaum ist schön. Möchte ich sie mit übernehmen? Du musst jetzt fragen, ob die jemand übernehmen will. So, fehlt das Mikro hier. Ich spreche jetzt noch mal kurz auch für mich. Also einmal noch mal als Versammlungsheini, das mit dem Anträge übernehmen, das ist so eine Parteisache. Ich sehe das bei uns in der Satzung immer noch nicht. So Mist. Vielleicht, wenn ihr das haben wollt, müsst ihr das da mal irgendwie reinbauen. Das Michael? Ist mir völlig Wumpe. Nee, danke. Nein, natürlich nicht. Aber du müsstest dann den Antrag neu stellen, nicht übernehmen. Danke. Oh, Frau Malfu. Ah, ich doof. So, jetzt... Jetzt ich als Normalperson noch mal einmal, nicht als Versammlungsblödmann. Mir ist es nicht egal, wer auf den Anträgen draufsteht. Sollten wir jemanden, der mit uns gestartet ist und uns dann zwischendurch den Rücken gekehrt hat und uns sehr viel Verdruss bereitet hat anstellen, immer noch so die Zusammenarbeit anbieten, wie das vorab der Fall war, dann geben wir uns hier einer politischen Beliebigkeit hin, der ich mich nicht hingeben möchte an der Stelle. Ganz einfach. Mir. Nehme ich war richtig. So, das war alles. Meinetwegen können wir gerne abstimmen. Zurzeit stehen nur noch 3 und 4. Was ist 5? Keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Der Daniel hat irgendwann zwischendurch gesagt, wenn wir, nee, ich glaube, der Nico war es, wenn die gesamte Opposition einen Antrag stellen soll, dann müsste man den Vierer ändern. Also stehen 3, 4 und 5 jetzt zur Auswahl. Anscheinend. Ich sehe den Fünfer denn gestellt? Das Frank. Frank hat ihn gestellt. Der ist konkurrierend zu 3 und 4, sehe ich richtig. Das ist eine Ergänzung von 4. Konkurrierend zu 4. Der ist nur konkurrierend zu 4. Können wir jetzt bitte über 3 abstimmen und dann über 4 oder 5 konkurrierend? Ja, bitte. Aber brauchen wir auch die Nulllösung? Ja, die Nulllösung ist, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Wir brauchen demnächst die Miki. Können wir in die 3 bitte reinschreiben, dass es nicht um unsere Anträge geht? Nur damit das klar ist. Ich hatte das gerade schon mal gesagt. Wenn wir einen Antrag machen, müssen alle anschließen. Warte. Erst redet jetzt kurz der Frank, weil er zu seinem Antrag was sagen möchte. Dann der Daniel und dann der Michel. Ich teile Kais Intention, was die eigenen Anträge angeht, zu 100%. Ja. Es kann aber sein, dass wir mal einen Antrag machen, wo sich die gesamte Opposition anschließt. Oder auch alle Fraktionen. Und für diesen Fall ist der Antrag Nummer 5, diese Erweiterung. Für eigene Anträge, die von uns ausgehen, wo sich alle anschließen. Daniel Schwert. Ja, 4 und 5 sind zwar konkurrierend, aber nicht alternativlos. Man kann auch 6 machen, weder noch. Also nicht, dass wir sowas abstimmen, entweder 4 oder 5. Das ist die Nulllösung. Davon rede ich mal. Ich möchte endlich mal wieder eine Nulllösung haben. Gut, der nächste ist der Michel. Sag mal die Nulllösung, Michel. Also die Nulllösung ist, wir diskutieren wieder bei jedem einzelnen Antrag darüber, ob Robert auf den Antrag geht oder nicht, so wie wir es bisher machen. Also bei der 3, ich möchte einfach nur wissen, das hatte ich gerade schon mal gefragt, geht es um eigene Anträge, geht es um fremde Anträge? Ich habe die Befürchtung, wenn wir da jetzt, wie Daniel gerade mir zuraunte von der Seite, wenn das für beide Antragsarten gilt, also sowohl eigene als auch fremde Anträge, dann werden wir das Problem haben, dass dieser Satzteil entscheidet nach Sachlage jedes Mal von den Leuten, die dagegen sind, Robert auf dem Antrag zu haben,
genutzt werden wird, wenn wir sagen, nö, die Sachlage ist ja hier nicht so klar, wir müssen jetzt nochmal darüber diskutieren. Diese Diskussion wollten wir gerade vermeiden und deswegen möchte ich gerne klarstellen, dass es bei dem dritten Antrag um Fremdanträge geht, auf die wir draufgehen. Dass wir da, je nach Antrag, das haben wir auch dahinter geschrieben, entscheiden, gehen wir auf den Antrag drauf oder nicht und nicht anhand dessen, was oben im Kopf steht, von wem der Antrag kommt. Dann können wir über 4, 5 und die Nulllösung, die sind ja sozusagen, 4 und 5 sind ja konkurrierend, die Nulllösung wäre dazu, wenn es um eigene Anträge geht, dass wir jedes Mal darüber diskutieren, ob Robert auf die Anträge draufkommt. Doch. Nein. Ja, dann. Wir haben die drei beschlossen, dass es scheißegal ist und dann ist das so. Da brauchen wir nicht mehr diskutieren. Richtig. Und genau das ist die Nulllösung, die ich meine. Nicht? Die Nulllösung ist nicht etwa, wir machen gar nichts. Die Nulllösung ist, also idealerweise, ich hoffe ja, dass wir die drei annehmen. Ne? Und über die 4 und 5 brauchen wir aber eine Alternative dazu, die ist, die drei angenommen zu lassen, aber 4 und 5 beide nicht anzunehmen. Das ist meine Nulllösung. Ja, dann muss ich es aber nochmal sagen. Der Satzteil und entscheidet nach Sachlage, das bezieht sich ja schließlich auf fremde Anträge. Also im Grunde genommen müsste da stehen und entscheidet nach Antragstext, wenn ich das richtig interpretiere. Ja, ich kann aber nicht nach Antragstext entscheiden, wenn es ein eigener Antrag ist. Boah, Daniel. Weißt du was, mir geht es total auf den Sack, dass du bei jedem verfickten Punkt hier anfängst, rechts von mir zu rauen, wo ist das langweilig, ich habe keine Lust mehr, können wir hier nicht abstimmen. Hier hat doch jeder das Recht zu reden. Du redest doch auch. Ja, ich bitte. Hab vor 10 Minuten gesagt, lass uns abstimmen. Also. Ja, hätte ich auch gerne gemacht, aber das darf ich doch wohl zur Kenntnis geben. Dass das scheiße ist, was die Anträge sind peinlich, immer schlecht von furchtbar mir. Peinlich, was wir hier tun. Und ich finde ich jetzt. Ja, hab ich kann vor 10 Minuten auch kaum zu ertragen. Ja, und da mach ich dafür nicht an, denn das ist eine Tatsache. Das geht dir genauso. Ja, aber ich lasse es nun mal. Ich lasse es nun mal nicht raus. Okay. Daniel, bitte. Hallo, liebe Liebenden. Oh, das ist alt. Das war Lilo Wanders. Ist so euer Alter. Richtig. Also, ich habe eigentlich gedacht, als ich die Mail geschickt hatte und die in der Tat schlecht formulierten Anträge rumgeschickt habe, die Diskussion zu beenden. Und ich habe eigentlich relativ stark die Hoffnung gehabt, dass wir hier recht schnell eine Mehrheit tatsächlich für diesen dritten Punkt finden. Weil ich den Eindruck hatte, dass diejenigen, die halt das gar nicht mit Robert machen wollen, in einer Minderheit sind. Und ich wollte das da eigentlich einen Deckel drauf machen und das erstmal erledigen, weil ich auf diese Diskussion einfach keinen Bock habe. Deswegen eben tatsächlich hier Option 3. Deswegen habe ich 1 und 2 jetzt zurückgezogen. Deswegen steht jetzt bei 3 auch Antragstext dahinter als Erläuterung. Da ist auch nichts irgendwie noch reinzudeuten oder sonst was. Das bedeutet einfach, hey, wir machen das, wir sind diejenigen, die sich halt eben, die da eben nach Fakten entscheiden und nicht entscheiden, wer oben im scheiß Antragskopf steht. Das, was wir hier den anderen vorwerfen, will ich nicht, dass wir das mit Robert Stein machen. So, und jetzt bitte einfach annehmen und dann weitermachen. Oder nach Hause gehen. Oder ablehnen. Gut. Ich hätte jetzt gerne gewusst, welche Anträge noch zur Diskussion stehen. Ich interpretiere jetzt 4, 5 und 6. 3, 4, 5 und 6. Ich würde dann wieder die Widerstände entsprechend abfragen. Machen wir erstmal 3 und dann 4, 5, 6. Ja, also wir machen 4. Jetzt einfach alle durch. Ja. Gut, Widerstände gegen 3. Ja, bitte den Text nochmal einblenden. Sind 1, 2, 3, 4, 5, sehe ich richtig. Dann Widerstände gegen 4. Ja, wir reden. Hinscrollen bitte. Eintragen und Tralla ist ein bisschen kompliziert. Ich mache mal das normale große Pad ohne die Uhr auf, ja? Ich weiß, ist mir egal.
muss 3 abstimmen lassen und dann 4, 5 und 6 ist die Nulllösung zu 4 und 5. Genau. Nee, 6 ist nicht die Nulllösung. Die Nulllösung ist, dass alles so bleibt. 6 ist die Nulllösung zu 4 und 5. Die Nulllösung zu 3 wäre nichts zu tun. Genau. Muss ich trotzdem abfragen. Du musst jetzt die Nulllösung zu 3 abfragen. Das sind eigentlich zweimal konsensuales Konsensieren mit mich und mir. Ja. Versucht der Turbo auch gerade zu verstehen und einzubauen. Genau. Bevor wir zu 4 kommen, müssen wir jetzt erst 3 abfragen. 3 plus Nulllösung. Und dann genau. 6 abfragen. Nulllösung abfragen. Erklär nochmal ins Mikrofon, ich habe es nicht verstanden. Ist mir auch egal. Okay, also, wir haben gleich 13.37 Uhr. Aus meiner Sicht müssen wir erst 3 abstimmen. Die Nulllösung zu 3 ist einfach nichts zu tun, also ne, einfach so weiterlaufen zu lassen. Wenn 3 dann angenommen wurde oder auch nicht, ist eigentlich egal, können wir über 4 und 5 abstimmen. Und zu 4 und 5 ist die Nulllösung 6. Beziehungsweise bei dem Vorschlag 6 würde ich einfach darum bitten, vorne das nur 3 wegzumachen. Dann ist das die Nulllösung zu 4 und 5. Okay? Ja, wir stimmen ja 3 vorher ab. Entweder haben wir 3 angenommen oder nicht. Und dann stimmen wir 4 und 5 ab oder die Nulllösung, also dass keiner von den beiden Passi da reinkommt. Doch, eigentlich schon, aber es ist eine andere Geschichte. Ich finde jetzt kommen wir zu 4, sehe ich richtig? Mhm. Gibt es Widerstände zu 4? Die Fraktion beschließt, lese ich jetzt nicht vor, gibt es Widerstände zu 4 ab Zeile 210? Und dann die Nulllösung zu 4. Okay. Jetzt 5. Gibt es Widerstände zu Nummer 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der Nico hat noch dazu gemeldet. Achso. Ja, einfach dazu. Das 12. Sind 12 dann, hoffe ich. Und dann müsste ich noch 6 abstimmen, habt ihr gesagt, ne? Das ist die Nulllösung. Gut. Gibt es Widerstände zu dieser Nulllösung? Ich glaube, was weiß ich. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Moment, die Nulllösung ist weder 4 noch... Moment, die Nulllösung ist jetzt. Die Nulllösung ist weder 4 noch 5. Ja, ich sagte doch. Also dann wäre 4 und 5 auch angenommen. Nee, 5. 5 wird angenommen. What the fuck, Leute, damit. Also 5 wäre damit angenommen. Peinlich. Ich würde die Auswertung gerne an die Ruhr-Uni Bochum übergeben. Schreibt da mal bitte 18 statt 20 hin, weil ich habe jetzt gerade erst so richtig verstanden, dass ich falsch abgestimmt habe. Ja, nee, auch dann ändert sich nichts. Da haben sich wieder. Anstatt mich anzukacken, hättest du vielleicht mal zugehört. Das hat nichts mit Zuhören zu tun. Das hat was mit dem Satz da zu tun. Vielleicht kannst du aber statt Leute anzukacken, vielleicht mal fragen, wie es geht. So, das könnt ihr bestimmt noch klären. Ich werde zwischen Weihnachten und Neujahr rauskriegen, Daniel, was diese Beschlüsse bedeuten. Daniel, mehr als Entschuldigung sagen kann ich nicht.
Zur Information, wir müssen für nächstes Jahr noch die Fraktionssitzungstermine fürs Mumble rauskriegen. Das behandeln wir jetzt heute nicht mehr. Unter Sonstiges ist mir bis jetzt nichts bekannt. Wir würden jetzt zu diesem Videoclip kommen mit der schiefen, ne, die Tanne ist gerade, aber die Spitze ist schief. Also, wer ist um 15 Uhr noch hier im Haus? Ich. Dann würde ich vorschlagen, wir machen für 15 Uhr. Daniel, ich kündige hiermit an. Und die Leute treffen sich bei dir im Büro. Stelle, weil wir haben gerade genau gegensätzliches. Gut, 15 Uhr. Ja, du hast Gegensätze. Der hat richtig. Ich habe meine Abstimmung ja jetzt korrigiert. Das haben viele andere. Ich wünsche gerne frohe Weihnachten für alle und einen guten Rutsch. Die nächste Fraktionssitzung findet erst im nächsten Jahr wieder statt. In einem Jahr. Im nächsten Jahr. Was hast du denn gedacht, was du jetzt abstimmst? Das kannst du mir erklären.